grab this drunken sword and head down to the basement. The mentor is waiting for you there. Okay. So, da ist das Schwert. Das darf ich mir jetzt nehmen. Ich kann irgendwie auch die Perspektive wechseln. Warte, ich muss mal eben kurz in die Settings rein. Und mal eben kurz schauen, wie die Controls sind für Perspektive wechseln zwischen Third Person und First Person. Weil das geht, das weiß ich. Third Person View ist L. Oh mein Gott, warte mal. Das müssen wir mal eben umändern. L ist ja zum Kotzen. Controls. So, First Person machen wir mal hier so eine Maustaste. Okay, da sind wir. Kämpfe sind wohl, habe ich gelesen, zumindest limitiert auf, finde übrigens eine relativ geile Grafik tatsächlich. Kämpfe sind limitiert auf, First Person, die kannst du also quasi hier in dieser, Ansicht, wo ich übrigens diesen, Punkt auch im Nacken habe, was nicht so geil ist. Da merkt man auf jeden Fall, ist es ein Playtest, den können sie da gerne noch entfernen. Das ist nicht möglich in Kämpfen. In Kämpfen musst du quasi so arbeiten. So ist das Kampfsystem auch konzipiert, das ist halt die Idee dahinter. So, drag the sword icon from inventory to hotbar slot, alles klar. Tun wir es mal auf 1 oder so, ne? Das müsste dann ja passen. So, jetzt müssen wir es ziehen, let's go. Hit the dummy, wo ist denn hier ein Dummy? Wo ist denn hier ein Dummy? I must teach you the basics of combat and magic. Nee, das ist kein Dummy, das ist ein Spieler. Dem kann ich aber keinen Schaden machen. Wo ist denn hier ein Dummy-Mate? Vielleicht müssen wir noch ein bisschen weiter. Also, ich hab zwei verschiedene Angriffe. Einmal Usual Attacks mit kann ich das aufnehmen? Nee. Mit linker Maustaste und dann Special Attack mit rechter Maustaste. Das ist dieses Ding hier, ne? Diese Art von Stabby-Stabby quasi. Das Kampfsystem, ihr merkt das schon, geht sehr, sehr stark in die Richtung von sowas wie, sind hier? Ja, hier sind Trainingspuppen. Let's go. Er geht sehr, sehr hart in so eine Richtung wie... Hä? Warum zählst du nicht? Warum? Hallo? Okay. Ich weiß nicht, warum er das leider nicht, aktualisiert. Warte, please. Okay, hat er. Das Kampfsystem, wie gesagt, geht so sehr hart in die Richtung Kingdom Come Deliverance oder auch so ein, so ein Mountain Blade, ne, ist ja so ein bisschen, ähnlich gemacht, ne, das heißt, ich kann, auf die verschiedenen Regionen zielen, ich kann halt auch blocken, wenn ich ein Schild habe. Ich denke, das würde er mir wahrscheinlich auch noch beibringen. Und es ist so ein bisschen wie so ein, was gab's noch, so ein Mordau oder sowas, ne, diese Art von Spiel halt. Eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich mag so ein Combat gerne, wenn es halt gut umgesetzt ist. Performance bis jetzt übrigens ist sehr nice. Läuft alles komplett flüssig und so. So, wir sollen jetzt wahrscheinlich, ne, genau, wir sollen den Zweihänder ausrüsten. Das machen wir mal direkt. Legen wir den mal auf. Ist es der hier? Greatsword. Ja, das ist der. So, dann legen wir den mal auf 2. Let's go. Wer macht diese Grunzgeräusche? Okay, jetzt haben wir das Ding. Holy shit. Da habe ich, weiß gar nicht, was da die Special Attack ist. Wenn ich rechte Maustaste drücke, macht da gar nichts eigentlich. Und das hier sind die normalen Angriffe, wobei auch hier er wieder sich weigert, leider das abzuschließen. Aber ich kann Plus drücken, zum Glück, dann geht er in die nächste Phase. Okay. So, kriegen wir jetzt einen Bogen. Warte mal, hit the dummy bearing the distance in mind. Okay. So the most important thing with two-handed arms is keeping your distance. Mhm. To continue, try to hit the dummy at the shortest distance possible, then try to attack it as far as the length of the blade allows you. Also mit anderen Worten, das ist möglich und da treffe ich ihn immer noch. Gerade so eben. Kriege auch jedes Mal angezeigt, hier treffe ich ihn auch noch, hier treffe ich ihn nicht mehr. Hier treffe ich ihn auch nicht mehr. Hier treffe ich ihn noch, okay. Krieg ja auch jedes Mal, ihr seht das da unten, diese blaue Schrift, die sagt mir, ne, ich habe jetzt so und so viel Schaden gemacht. Ich habe also den Gegner getroffen, so kann man das überprüfen, okay. So, jetzt gehen wir noch das erste Schild. Ich hoffe so, wir kriegen gleich irgendwie eine Armbrust oder sowas. Ich hoffe es sehr. So, move shield to hotbar, okay, alles klar. Drag the shield in the same hotbar slot as Einhandschild, das ist mit anderen Worten hier hin. No? There are also magic shields, but I know too little about them to teach you. A timely dodge will give you a tactical advantage. Ist das jetzt richtig?
However, the more you dodge, the more energy it costs. Losing all your energy in battle. Warte mal, wenn ich jetzt 1 drücke, habe ich dann das Schild. Ne, ich habe nicht das Schild. Wie kann ich das Schild ausrüsten? Vielleicht muss ich das... Okay, jetzt habe ich es, glaube ich. Ja, perfekt. So. Block and Dodge Dummies Attacks. Okay, welche... Okay, das hier ist das Blocken. Welche greift mich denn hier an? Irgendeine hier soll mich angreifen. I guess. Dass man das mal ein bisschen üben kann. Es sieht aber nicht danach aus, als würden die sich wehren, ehrlich gesagt. Oder? Ich meine, das Prinzip ist halt klar, ne? Also zumindest von Block. Ich weiß nicht, wie ich dodgen kann. When you have a shield equipped instead of an alternative attack, you will raise your guard and block. Rechte Maus hast du. Block your dodge, block or dodge mit ASD und Space. Ah, okay. Das sieht dann, warte mal, kann ich nicht in die, oder? Doch, das sieht dann so aus. Das ist unser Dodge-Move. Sieht ein bisschen aus, als wäre ich auf einer Bananenschale ausgerutscht, ehrlich gesagt. Aber das ist hier der Dodge. Okay, alles klar, wissen wir Bescheid. Das da drüber ist meine Ausdauer tatsächlich, das Gelbe. Das heißt, ich kann nicht unendlich oft auf Bananenschalen ausrutschen. Hier und da muss ich tatsächlich die Ausdauer dann regenerieren. Und dann kann ich wieder dodgen. Alles klar, okay. Erinnert mich an Dark and Dark. Erinnert mich ehrlich gesagt auch an Dark and Dark. Wir spielen heute quasi zweimal hintereinander dasselbe Spiel. Es erinnert mich legit auch sehr an Dark. Ist natürlich ein ganz anderes Konzept, ne? Dark and Darker ist ja als Konzept, ja, let's go, Crossbow, da habe ich drauf gehofft. Dark and Darker ist ja als Konzept, Escape from Tarkov im Mittelalter-Setting. Und das hier soll wirklich ein MMORPG sein. Also das soll, glaube ich, nicht so ein Dark and Darker-Stil fahren. Aber ja, mich erinnert, gewisse Dinge hier erinnern mich auch sehr an Dark and Darker. Fühle ich komplett. Schönen guten Abend, der Bierbauch, ein wundervollen. Kainos ist eine Stadt, okay. Den hatten wir gerade schon. Schönen guten Abend, Major T-Beutel, ein wundervollen. Erinnert mich an LEF, was ist denn LEF? Ist das Reign of Guild oder Dark and Darker? Das ist Reign of Guilds. Ich gebe euch aber recht, man kann das sehr, sehr leicht verwechseln, das stimmt schon. So, das ist viel zu sensibel. Ich muss mal eben kurz die Maussensibilität ein bisschen runterdrehen, wenn ich denn darf. Lässt er mich? Gibt's den Punkt für Maussensibilität? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, hier, let's go. So, das machen wir mal schön hier so auf so ein 69, das sieht doch gut aus. Passt das? Nein, ist immer noch zu hoch, leider. Ist immer noch zu hoch. Ich würde gerne den 69-Gag durchziehen, aber das ist immer noch... Oh, ne, ich habe nicht applied, lol. Nevermind. Dann probieren wir den 69er-Gag nochmal, wenn ich die Zahl krieg. Hallo? Okay, scheiß auf 68. Nah genug, I guess. So, passt es jetzt? Ne, ist auch immer noch zu sensibel. Drehen wir das Ganze nochmal ein bisschen runter, so auf so eine schöne 43 oder sowas. Ja, das müsste passen. Let's go. Er braucht Ewigkeiten, um das Ding nachzuladen. Wer hätte es gedacht? Eine Armbrust ist nun mal kein... Ah, okay. So kann ich zielen. Ah, das ist aber ganz geil. Also ich glaube, das könnte legit ein richtig nices Combat sein. Ich glaube, das könnte legit ein richtig... Es kann halt einfach sein, dass hier zwei Spiele, die sehr, also combat-technisch, sehr, sehr ähnlich sind, nämlich Reign of Guilds und Dark and Darker, halt zufällig beide gerade denselben Playtest-Zeitraum quasi haben. Was sehr ungünstig ist. Aber, dann ist es halt so. Also es sieht, macht auf jeden Fall einen guten Eindruck. Die Performance ist gut, die Grafik ist gut, das Gameplay ist gut bis jetzt. Ich meine, wir haben noch nichts gesehen, ne? Das ist natürlich hier Tutorial Island. Und dementsprechend muss man da natürlich noch abwarten. Aber der erste Eindruck ist bis jetzt ein sehr nicer. Ich glaube, das könnte ein richtig gutes Combat sein. Ich glaube, das könnte legit ein richtig gutes Combat sein. So richtig so Mordau-mäßig oder ne, so für Leute, die halt so eine Art von Gameplay auch gerne mögen. Und das halt dann hoffentlich in einem Kontext von einem guten MMO-RPG. Das wäre halt so der... I haven't warned you that I'm about to use damned magic, because your enemies won't warn you either. You should try to keep your magic effect slots filled. It'll give you an advantage in an unexpected encounter. Ach ja, genau, es gibt auch Magie, richtig. Use it to strip them of positive magical effects or the invincibility to negative ones. Okay, ich habe jetzt einen Debuff drauf, das heißt, ich bin super lahm und mit links alt und linke Maustaste kann ich das Ganze wohl loswerden. Hat jetzt nicht so gut geklappt, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich würde das auch mal weglegen. Links alt ist richtig scheiße, warte mal. Controls. So, wir wollen nicht links alt.
Wir wollen irgendwas anderes. Self-Focus machen wir mal. Können wir X machen, maybe? Six noch frei? X, maybe? Du weißt nicht, ehrlich gesagt, ob er es jetzt nimmt. Kann auch sein, dass es ein bisschen verbuggt ist. Komm, wir machen mal nächste Phase. Müsste passen. So, there are 7 buff slots above your hotbar. When all 7 are occupied, you are invulnerable to new magical effects. Also mit anderen Worten, ich kann höchstens 7 Debuffs haben. Wenn es mehr würden werden, so wie bei WoW Classic damals, dann sind die voll quasi und ich kann keine neuen kriegen. Okay. Sehr interessant. Spiel arbeitet eben, ne, wie gesagt, auch mit Magie. Also es gibt auch Magiewaffen und, ne, ich habe gerade gesehen, es gibt Statuseffekte. Jetzt gerade bin ich geslowt, was extrem nervt. Hold left alt to cast spells on yourself. Habe ich ja jetzt auf X gelegt. Macht aber nichts. Passiert nicht viel. Warte mal, muss ich vielleicht die Waffe wegstecken dafür? Ne. Okay, dann ist irgendwie buggy oder so. Dann muss ich jetzt halt warten, bis es ausläuft, I guess. So, take Ice Missile Powder. Aha, guck mal. Sehr interessant. So, muss ich das jetzt auch irgendwo draufziehen? Wahrscheinlich, ne? Wo ist denn jetzt das Powder? Ah, hier. So, legen wir das mal auf 4. Okay. Da ist es. Habe ich den getroffen? Ja. Oh lol. Was ist das denn? Macht das mehr Schaden? Ja, es macht mehr Schaden. Wenn ich dieses kleine Minispiel hier quasi hab und ich treffe im grünen Bereich, dann treffe ich ihn für mehr Damage. Ne, seht ihr unten. Das waren jetzt 392 Damage zum Beispiel. Okay, jetzt geht's leider nicht mehr. Warum auch immer. Warum geht's? Hab ich die jetzt alle verbraten? Okay, ich glaube, ich hab die alle verbraten, nevermind. Okay, aber so funktioniert das Ganze grundsätzlich. Finde ich eigentlich ganz geil, eine schöne Idee mit dem kleinen Minispiel. Eigentlich ganz nett, ne? Ich kann einfach ganz normal draufballern oder ich mache halt hier dieses kleine Minispiel, wo ich das Grüne treffen muss für halt extra Damage. Das ist auf jeden Fall ordentlich, kann man so machen. Finde ich eine ganz nette Idee. So, look at your stats mit P, alles klar. Wir haben Physical Level, Magical Level, Leben, Mana. Vielleicht habe ich auch, weil ich keinen Mana mehr habe. Actually hätte das auch sein können gerade, dass ich keinen Mana mehr habe, ne? Warte mal, was habe ich denn hier noch? Apprentice Restore Health. Ich mach mal Restore Mana auf 9 oder so. Das machen wir mal eben kurz. Okay. So, ich muss immer X drücken. Dann kann ich mir das selber geben. Und diese Leiste hier muss durch sein. Okay, jetzt habe ich mir ganz viel Mana zurückgegeben. Kann ich jetzt nochmal das Eisding machen? Ja, ne? Ja, kann ich. Okay, dann lag es tatsächlich daran, dass ich keine Mana mehr hatte. Machen wir nochmal das kleine Mini. Also normale Attacken machen so, warte mal, ich bin gar nicht drauf. So, jetzt. Normale Attacken machen 265 Schaden, 247 Schaden. Aber das glaube ich auch, weil ich den Kopf treffe. Was ist, wenn ich hier treffe? 200 Schaden mit normalen Attacken. Wenn ich das hier mache? 397 Schaden, das ist das Doppelte. Ja, okay. Dann ist es wirklich so, dass es quasi ein Multiplier ist, der meinen Damage teilweise sogar verdoppelt, wenn ich da richtig treffe. Holy shit, okay. Eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Eigentlich ganz geil. Bis jetzt. Muss ich sagen, bin ich relativ angetan. Take Tabula Rasa and reapply Attribute Points. Warte mal, genau, das war unter P, ne? So, Attributes. Genau, wir haben Stärke, Wasser, Endurance, Fire. Sind das vielleicht Resistenzen oder so? Wir haben auf jeden Fall Erde, Wasser oder es hat mit Magie zu tun. Wahrscheinlich hat es mit Magie zu tun. Stärke, Geschicklichkeit, Accuracy, also Zielgenauigkeit, Ausdauer und eben die 4 Elemente haben wir. Okay. So, was muss ich mir jetzt hier nehmen?
Tabula Rasa. Ist das hier irgendwo? Ja, da, das Ding. So. Dann das wahrscheinlich benutzen, würde ich mal tippen, ne? Ich glaube, das habe ich jetzt benutzt, I guess. Und kann ich jetzt... Nee. Habe ich das nicht benutzt? Warte mal. Ah, okay. So kann ich jetzt respawnen. Okay. Also, wo tun wir denn mal Punkte drauf? Wir haben jetzt gar keine Stärke, 9 Dexterity, gar keine Accuracy, 7 Wasser. Okay, das ist ja völliger Blödsinn. Ich würde mal sagen, wir packen mal ein bisschen was in, auf jeden Fall in... Ich kann nichts in Accuracy tun, aus irgendwelchen Gründen. Why, though? Hallo? Jetzt kann ich gar nichts mehr machen. Warte, ich mach mal clear. Okay, so, wir haben jetzt 5 Punkte. Ich kann die aber... So, ich nehme die hier weg. Warum kann ich die nicht hier drauf tun? Warum kann ich nur Punkte wegnehmen, aber die nirgendwo hin... Also, ich kann die hier hin tun, aber ich kann die nicht hier hin tun. Ah, okay, das ist kategoriespezifisch. Ich bin auch dumm wie Scheiße. Das ist kategoriespezifisch. Okay, wir lassen mal alles in Wasser und wir nehmen hier mal Dexterity weg. Gott, ich bin ja auch manchmal wirklich völlig bescheuert. Wir tun mal ein bisschen was in Accuracy, wir tun mal ein bisschen was in Stärke. Dexterity ist, glaube ich, schon ziemlich sinnvoll. Wir machen mal hier so 3-4-3. Das finde ich nicht schlecht. Vielleicht machen wir 2-4-3. Bisschen Endurance ist wahrscheinlich auch sehr sinnvoll, oder? Oder machen wir 2-3-3-2? Vielleicht machen wir auch 2-3-3-2. Okay, den kann ich nicht unter 4 bringen aus irgendeinem Grund. Ja, dann machen wir das, I guess. Dann machen wir das. Sollte passen. Sieht für Nini gar nicht so schlecht aus, finde ich nämlich auch, ja. Bin heute zufällig über die Roadmap von Herr der Ringe für 2023 gestoßen. Neue Klassetermine zur Bearbeitung, sieht spannend aus und spätestens Ende des Jahres nochmal ein Blick wert. Esko, bist du auf dem Discord? Und wenn ja, kannst du mir den riesen Gefallen tun und in dem Reaction-Channel einmal die Roadmap posten, wenn du die noch hast? Weil ich habe mir die noch nicht angeguckt. Oder du schickst mir eine PN oder so, ich würde mir die auch gerne mal angucken. Dann vergesse ich das nicht und muss es nicht mehr selber recherchieren, wenn du die zufällig noch zur Hand hast. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Was trinkst du da eigentlich nebenbei? Das hier ist Paulaner Spezi. Das ist einfach nur Paulaner Spezi. Erinnert mich irgendwie an Reign of Kings. Das kenne ich tatsächlich nicht. Moin, Tündira, willkommen. Trefferfeedback ist nicht so vorhanden, oder? Ich glaube ehrlich gesagt mit Dingen schon. Wir können ja nochmal eben kurz gucken. Ich glaube hier mit ich meine, das ist halt ein Dummy so, also das ist halt super schwer zu sagen, wenn du hier eine Puppe hast. Das ist halt die Frage, wie das Trefferfeedback dann sein wird, wenn du halt wirklich Gegner hast, so. Meine, sieht, Alter, okay. Ich kann seinen Kopf wunderschön rot färben, das kann ich definitiv tun. Trefferfeedback muss man halt gucken, so. Ich würde da abwarten, bis wir richtige, realistische Kämpfe haben halt. Mal schauen. Rüstung sieht ja gut aus. Du meinst seine hier? Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, grafisch ist das Ding insane bis jetzt. Kann man wirklich anders nicht sagen. Okay, wir sind hier fertig mit dem Tutorial im Gasthaus und müssen jetzt mit dem Storekeeper reden. Das ist wahrscheinlich irgendwo hier oben, würde ich mal tippen. Moin. Ja, hallo? Willst du was? Okay, er will nichts. So, müssen wir mit dem reden? Bist du der Storekeeper? Nee, du bist nicht der Storekeeper. Vielleicht hätten wir unten weiter gemusst, actually. Oder bist du der Storekeeper? Aber du bist wahrscheinlich auch nicht der Storekeeper, ne? Every deal with an NPC is in a given... Oh, lol. Hier ist der Storekeeper. Der hat eine komische Maske. You first fill up the basket, then click buy or sell. Wait, what? When trading, also wenn man handelt mit einem NPC, gibt es einen Eimer. Du füllst den Eimer und klickst dann auf Verkaufen oder Kaufen. Aber pass auf, die Größe einer Transaktion ist limitiert von den Finanzen des Merchants. Während du durch die Items browsest, können sich die Preise auch ändern. Das ist ja ein sehr interessantes System. Aber wo ist hier der Eimer? Das ist ja ein super interessantes System. All merchants in the game operate accordingly to the law of supply and demand. Also, ne?
Angebot und Nachfrage. If players sell a lot of items, okay, schade, das war schon. Ah, das klingt nach einem sehr interessanten Konzept. Also die Preise sind quasi an die Realwirtschaft gekoppelt, also die Realwirtschaft des Spiels. Und Händler haben so einen Eimer und da lege ich Sachen rein und dann drücke ich auf Verkaufen, wenn ich die verkaufen will. Okay. So, der Quest vom Vernon, genau, das ist der Mate, der da oben steht. Das sieht richtig gut aus, das Spiel. Holy shit. Wie kann denn das aus dem Nichts kommen? Das ist ja das komplette Gegenteil gestern von, wie hieß es, von Adventurous Domain Online. Oh mein Gott. Du rettest meinen Abend. Danke, gerne, gerne. Moin Moin, Relove, ein Wunderwunder auch dir. Willkommen, willkommen. Musst du eventuell einen Zauber ausrüsten, um den zu casten? Ja, ja, klar. Ne? Ich habe hier auf 4 habe ich hier meinen Zauber. Und ich muss halt Mana haben. Das war das Problem gerade. Bei dem Moin, bei dem Zauber. Sehr schön, guck mal, wie beim Autofahren. Der hat das Hindernis auf seiner Seite, also macht er Platz, damit die Leute durchkommen. Geil. Wie beim fucking Autofahren. Ja, die Geräusche sind irgendwie weird, ne? Oder Korb, ja, Korb, Eimer, wie auch immer, ne? So ein Ding, wo du Sachen reinlegen kannst. Die Geräusche sind sehr merkwürdig, das stimmt. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Aber letzten Endes so, wenn der Rest geil ist, ey, scheiß auf die Geräusche. Wenn das Gameplay gut ist, die Grafik gut ist, die Spielwelt nice ist so, kann ich ehrlich gesagt mit den Geräuschen leben. Dafür, dass es halt ein erster Playtest ist. Ist ja noch nicht, ne? Das ist ja nicht mal irgendwie eine Beta oder so. So, oder, also wenn dann überhaupt, wenn dann close, aber es ist nicht mal irgendwas, was öffentlich wäre. Theoretisch ist es öffentlich, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist halt nur ein limitierter Playtest, ne? Es ist quasi so eine Vorab-Demo, kein wirklicher Early Access oder so. You're headed to Dvahan, aren't you? You'll first have to talk to Flavius. I guess he'll find a job for you. He's always looking for clean hands, a good way to get some coins after a long journey. Flavius lives in the house just outside the taverns. Okay, machen wir, kriegen wir ein schönes Paylay für, hätte ich jetzt auch Bock drauf im Real Life. Muss ich sagen, hätte ich schon Bock. So, und er hat auch noch eine zweite Quest. I was once as young and nimble as you. Don't waste your youth, lad. Go see the world, get stronger, size the day. Maybe when you're strong enough, they will take you in a guild. When you think you are fit, ready for it, you see my old friend Jorvik. He's a seasoned veteran. He'll find work for you when you are ready. Find him around the arena of Derkun. Okay, nehmen wir auch mal an. Warum nicht? Okay. You can leave the tavern through the door near the storekeeper. Wir können jetzt in die richtige Welt raus, Leute. Let's go. Wir können jetzt in die richtige Welt raus. Und wir können auch theoretisch hier wieder in Third Person gehen. Ich weiß gar nicht, was mir hier lieber ist in dem Spiel. Ich meine, wie gesagt, bei Kämpfen ist sowieso egal. Weil bei Kämpfen musst du zwingend in First Person spielen. Das, wie gesagt, das hatte ich ja schon recherchiert. Aber wenn du so in der Welt rumläufst, ist halt auch theoretisch Third Person möglich. Jetzt ist nur die Frage, wo ist hier die fucking Tür? Near the Storekeeper. Der war da. Ah, da ist die Tür. Lol. Heute dürft ihr nichts von mir erwarten. Ich bin blind und dumm. Im Wesentlichen. Man merkt, der Tag war lang. I'm sorry. Moin, mein Hook, deine Feeling. Ein Wundervoll auch dir. Willkommen, willkommen. Du bist auch immer auf der Suche nach einem neuen MMO, was dich catcht. So wie RuneScape damals. Nee, also, oh mein Gott. Die Einbrüche. Holy shit. Seht ihr das? Okay, ist aber nur ganz kurz. Jetzt ist alles cool. Dass wenn das nur eine Sekunde ist, nachdem ich in der Welt bin, ist es völlig in Ordnung. Ich hoffe, das bleibt jetzt so. Ich bin nicht auf der Suche nach einem nächsten MMO, was mich jetzt zwingend catcht, sondern ich bin auf der Suche nach neuen MMOs, die geil sind. Ja, das schon. Aber der Grund, warum ich sowas hier streame und euch präsentiere, ist nicht nur, weil ich jetzt hoffe und denke, das könnte irgendwie... Ach, guck mal, wir sind noch invulnerable, also unverwundbar. Nicht nur, weil ich denke, das könnte jetzt für mich ein geiles MMO sein, ich hoffe natürlich immer, sondern vor allen Dingen, weil ich finde, dass mein Job ist, euch ein bisschen zu entertainen, aber euch vor allen Dingen auch halt neue MMOs zu zeigen, so dass ihr dann sagen könnt, ey, ne, Reign of Guild, das habe ich doch mal bei dem Entenberger gesehen, da weiß ich ungefähr, was das ist, ne, da habe ich ein Bild von, da habe ich irgendwie eine Idee von, wie das Spiel so funktioniert oder so. Und dementsprechend, habt ihr da ein bisschen was gelernt in dem Bereich quasi. Also das ist, finde ich, ist auch ein wichtiger Auftrag. Ich zeige euch nicht nur die großen Dinger, sondern ich zeige euch alles, was auf dem Markt passiert. Ne? Ich bin halt nun mal in diesem Genre nicht nur, aber halt schon in großen Teilen sehr verschrieben. Und Gott, die Welt sieht wirklich gut aus. Hört es bei euch flüssig an? Ich hoffe doch. Will euch eben immer am Laufenden halten. So, das ist für mich das Wichtige. Gott, die Welt sieht wirklich gut aus. Holy shit. Okay, was kann man denn jetzt machen? Da ist der Schmied. Vielleicht können wir mal eben mit dem reden. Hat der so einen Eimer jetzt oder so einen Korb neben sich? Nee, ne? Sei denn das hier zählt.
Ah, da kann ich auf jeden Fall nicht mit interagieren. Wir reden mal mit dem Schmied. Vielleicht hat er was zu sagen. Okay, der hat auf jeden Fall Dinge zu verkaufen. Und wir können hier Sachen reintun. Also nichts mit Eimer. Ich kann stattdessen, kann ich sagen, was kann ich denn verkaufen? Old Potato Bag natürlich nicht, aber das gibt mir Slots. Die Waffen natürlich auch nicht. Also mit anderen Worten, ich habe gerade nichts zu verkaufen. Aber wir tun mal so, als hätte ich was zu verkaufen. Tun mal so, als hätte ich den Zweihänder zu verkaufen. Der ist ehrlich gesagt sowieso scheiße. Ja, okay, ne? Never mind. Was das Tutorial gerade mir erklärt hat mit diesem Basket, das ist überhaupt gar nicht der Fall. Das ist ein ganz normales Trading-Fenster. Alles klar, wissen wir Bescheid. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es hier Professions? Also kann ich mich selber als Schmied verdingen? Kann er mir das Handwerk hier beibringen? Ne? Das altehrwürdige Handwerk des Metallplattenkloppens. Oder ist es so ein Ding, was nur er macht und ne, ich kann hier halt nur die Produkte kaufen? I don't know. Bis jetzt hat er auf jeden Fall keine Quest für mich. Was sind das hier überhaupt für Icons? Hier ist ein gelber Punkt, ne, da oben auf diesem Kompass. Da ist ein gelber Punkt. Da ist eine Mühle, da ist ein Lederer und da ist, was auch immer das ist, glaube, ist das ein Feuer? Soll das einfach nur heißen, dass ich da was braten kann, oder? Oh, maybe. Nee, da wird er mich hinführen. Ist eine Färberei vielleicht oder irgendwie sowas. Ich kann übrigens mit Schiff kann ich schnell laufen. Na, seht ihr hier. Mit Schiff können wir auch ein bisschen sprinten, tatsächlich. Ist das hier ein NPC? Polrock? Polrak? Ja, der hat auch Sachen für mich. Portal. Oh, der hat Portale für mich. Sehr interessant. A portal near the ruined castle of the Rivulet Island. Roomy Bag. Das klingt sehr geil. Kostet aber 10.500 für ein bisschen Inventarerweiterung. Naja. So, Tabula Rasa, ne, das hatten wir ja vorhin schon. Damit können wir respecken. Auch sehr geil. Dass man das hier für einen relativ moderaten Preis kaufen kann. Ich sag mal, wenn ein großer Beutel 10.000 kostet, das finde ich 1.500 wahrscheinlich ganz okay zum Respecken. Da wirst du wahrscheinlich jetzt nicht 3 Monate grinden für, um mal zu respecken. Ist mir persönlich immer sehr, sehr wichtig, weil ich mich gerne mal verskille. Oder irgendwas nehmen, ne, gerade im Stream. Und dann ist es immer ganz gut, wenn die Hürde des Neulernens nicht allzu hoch angesetzt wird. Bin ich mal ein Fan von, muss ich sagen. So, hier haben wir den Smelter, okay. Hier das ehrlich gesagt für eine Färberei oder sowas, aber es ist ein Schmelzofen. Never mind. So, das heißt, wenn wir Ressourcen haben, können wir das da reintun und dann gibt er mir die Sachen oder so. Also, würde ich mal tippen. Wenn wir irgendwie, ne, wenn wir hier ein paar Eisenerze oder sowas schürfen, wenn wir das denn können überhaupt, dann dürfte der mir das dann wahrscheinlich, ja, herstellen oder sowas. So, wenn haben wir hier, hier ist der Leatherworker, das heißt, ne, hier ist dasselbe, also quasi der Kürschner, wenn wir hier ein Leder haben, dann macht der das, also dann hat eine Tierhaut, dann macht der mir das zu Leder, würde ich mal tippen. Häuser sind auch alle ganz nett eingerichtet, also ich kann hier mit nichts interagieren oder so, ist reine Kulisse, aber sieht halt zumindest ganz nett aus. Jetzt ist nur die Frage, was ist dieser gelbe Punkt hier? Maybe ist das mein nächster Questgeber oder so. Ja genau, ich wollte ja mit Flavius reden, stimmt. Das ist auf jeden Fall mein nächster Questgeber. Gott, die Welt sieht wirklich ganz nett aus, oder? Was sagt er? Kommt Nations of Creation eigentlich dieses Jahr? Der war gut. Ich finde es immer gut, wenn du die Mist-MMOs schon gezockt hast und ich es nicht tun muss. Ja, exakt, das ist mein Job. Spiel sieht ganz cool aus. Hat es Lore? Ne, nehme ich mal an, meinst du nicht Gore? Bitte lass es... Oder meinst du wirklich Gore? Doch, du meinst wirklich Gore. Ich dachte, du meinst Lore. Also ich sag mal so, vorhin habe ich jemanden angeschnetzelt. Und ich weiß nicht, ob ich das mit Flavius machen kann. Lol, okay. Frisur klebt hier und da nochmal durch, ne? Da muss man, wie gesagt, ein bisschen Verständnis haben. Ich mach das, ich geh mal hier zu dem Kollegen. Vielleicht beantwortet es deine Frage nach Gore. Also ich werde ihm den Kopf nicht abschlagen können, aber... Ich kann ihn zumindest rot anmalen, sagen wir es mal so. Und er blutet auch da, wo ich ihn treffe. Also zumindest so halbwegs. Das zumindest ist tatsächlich ganz nett gemacht, wie ich finde. Auch wenn ich ihn leider hier unten gar nicht treffen kann. Aber das muss auch noch nicht final sein, ne? Das ist schon sehr blutig. Das ist noch nicht final. Also das Ganze ist ein Playtest. Das Spiel ist noch nicht ready. Das ist noch nicht released oder so. Es spielen, by the way, sehr viele Russen, wie ich dem Chat entnehme. Da muss man tatsächlich... Okay. Das ist leider der Disconnect. Schade. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Genauso wie, wenn es um die Server-Performance geht. Auch da muss man ein bisschen Geduld haben, so wie es aussieht. Schade. Schade, schade, schade. Aber ich hoffe, wir kommen gleich wieder drauf. Weil das Spiel sieht wirklich gut aus. Ich muss wirklich sagen, Gameplay ist nice, Grafik ist nice.
Wenn das jetzt ordentlichen Content hat, ist für mich das eine der besten Indie-MMOs, die ich in den letzten ein, zwei Jahren gespielt habe. Wenn's, ne, wie gesagt, wenn der Rest passen sollte. Aber die Grundlagen passen erstmal. Also Performance passt, abgesehen jetzt von der Server-Performance, aber die Ingame-Performance passt. Es ruckelt nicht, wenn ich kämpfe und so. Wie gestern bei Adventurer's Domain. Die Grafik sieht sehr gut aus. Das Feeling ist sehr, sehr gut so. Also, muss ich echt sagen, bis jetzt nicht übel. Grüße aus Nordschweden, Badewann, Wikinger. Dann Grüße zurück und genieß die Zeit da. Schweden ist insane. Aber Bescheid, ich gebe Bescheid, wenn die Server on sind, hab die Alpha 1 komplett verpennt, schreibt Major. Stimmt, Major Tebeutel, sie hat sich reingekauft, ne? Richtig. Ja, tu mal gerne. Und Major Tebeutel, wenn du mir mal so 10 Minütchen mit dem Spiel gönnen solltest und es nicht ganz schlimm illegal ist, dann whisper mich mal an auf Discord. Ich würde so gerne mal 10 Minuten spielen. Was hältst du von Dark and Darker? Ich habe unglaublich gerne gespielt, aber nur irgendwie eine Stunde. Und dann war der Playtest vorbei, der letzte. Und deshalb freue ich mich extrem auf den Playtest, der jetzt kommt. Mir werden zwar wahrscheinlich die Haare ausfallen, wenn ich merke, wie ich von anderen durch den Dreck gezogen werde, als absoluter Noob. Ich freue mich da sehr drauf. Ich finde Dark and Darker ist unglaublich faszinierend. Ich habe da mega Bock drauf vor 20 Uhr. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch Bock, hier weiter zu zocken. Das ist das Problem in Anführungsstrichen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel so gut ist. Oder so, sagen wir mal, so einen guten Eindruck macht. Ob es gut ist, das weiß ich noch nicht. Wir kriegen hier übrigens eine Axt für Bergbau, nehme ich mal an. Also würde ich mal tippen zumindest. Ah nee, warte mal, das müssen wir dem bringen. Kriegen wir überhaupt nicht, wir müssen das bringen. If you are looking for a job, I have a special one for you. Local merchants are getting on my nerves. They won't sell me any equipment. We all be worse off if you get it, they say. Also mit anderen Worten, die Händler sagen, das ist aber auch geil geschrieben. Die Händler sagen, uns geht schlechter, wenn du diese Sachen kriegst, weil dann verkaufen wir weniger. Ist ganz nett gemacht. They know nothing. Most importantly, they know nothing of you. Buy some equipment for me. I need a 40 steel mask, a crude axe and flame arrow powder. Leute, der hat gerade genießt. Habt ihr das gesehen? Alter. What? NPCs niesen random? What? Ey, was ist das für ein MMORPG? Warum machen die sowas? Ich meine, klar, ne, seine Haare sind verschwunden, okay. Aber abgesehen davon, was ist das für ein Produktionsniveau? Ich dachte, jetzt kommt so ein billiger Indie-Titel. Was ist das? Okay, wir nehmen das Ding auf jeden Fall mal an, würde ich sagen. Wie kann ich das annehmen? Habe ich das jetzt angenommen? Okay, das Ganze läuft in Schleife wenigstens etwas. Dachte schon, das ist richtig gut, aber es ist nur besser als gedacht. So, talk to Bert. Der Kollege ist, he works for the local Warlock, ne, für den Hexenmeister. I heard he's looking for help, bla bla bla. Alles klar, nehmen wir mit. Danke, danke, danke. Und dann haben wir noch Erol. Der Kollege ist, ein Merchant. He's a fat cat and if you help him, he might be some profit in it. There might be. Leider ein Tippfehler. Ne? Das muss B heißen und nicht me. If you help him, there might be some profit in it for you. Okay. Tippfehler sind auch noch drin, wie gesagt. Das Ganze ist ein Early Playtest, Early Demo. Da sind wir natürlich noch weit entfernt von einem tatsächlichen Release oder sowas. Damit muss man auch rechnen, beziehungsweise da muss man ein bisschen Verständnis für haben. Ist jetzt ehrlich gesagt für mich auch kein, ja, allzu schlimmer Punkt oder so. Passt eigentlich. So, wir haben hier oben, wie gesagt, immer diese gelben Punkte sind immer Quests. Das heißt, wir orientieren uns mal daran. Laufen hier mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Gold habe ich eigentlich? Ich habe 2,5k Silber und 0 Gold. Na, ihr seht hier diese Währungen. 2500 Taler, aber 0 Slates. Slates sind leider bei 0. Aber ich kann zumindest ein bisschen was kaufen. Das heißt, wir können eben vielleicht sogar schon die ganzen Sachen kaufen für die Quest. Da müssen wir gleich mal gucken. Mal schauen. Grafik erinnert mich an LEF. Ich weiß leider nicht, was LEF ist. I don't know. Mountain Blade 2 Grafik oder so ähnlich. Ja, Also, wie gesagt, die Grafik ist natürlich jetzt nicht mega nice, aber ich finde sie und die nicht nur die Grafik, sondern auch die Aufmachung der Welt besitzt. Besser als gedacht tatsächlich. Ah, hier ist Bert. Genau, mit dem müssen wir reden. Moin Bert. Oh mein Gott. Okay, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, dass wir das Spiel heute nur 2 Stunden streamen. Weil ich hab Bock, ich hab wirklich Bock, aber Mate, hör auf, mich permanent vom Server zu schmeißen. Hör bitte auf, mich permanent vom Server zu schmeißen.
Publisher-Entwickler ist ein russisches Studio, deswegen viele Russen, okay, ja, das erklärt es tatsächlich. Mich hat es auch gerade geschmissen vom Server, meinst du? Gab so einen PS2-Titel Rune, da konnte man einen Gegner den Arm abhacken und ihn mit dem eigenen Arm totprügeln. Ja gut, ist natürlich eine nice Idee, aber ich meine, ich würde es auch feiern, wenn mal so ein MMO kommen würde, so ist es nicht. Aber das ist natürlich schon sehr speziell und darf man wahrscheinlich nicht erwarten, wenn man jetzt irgendwie ein neues Indie-MMO spielt, so dass es jetzt solche Features hat. Das ist, glaube ich, dann doch relativ exotisch. Auch wenn ich den Reiz daran sozusagen durchaus sehen kann. Wenn es funktioniert, kannst du meinen Account haben. Ey, ohne Witz, Major Tierportal, ich putz dir die fucking Schuhe, wenn du mir nur eine halbe Stunde gibst. Genieß und das ohne Maske. Ja, in der Tat, in der Tat. Der hat Schnupfen, ja. Ich finde auch, das ist ein schönes Detail. Also, das hätten sie halt nicht machen müssen. So, wir haben leider Connection-Problem. Das hätten sie halt wirklich nicht machen müssen, so viel Arbeit da reinzusetzen. Und wenn es halt immer nur eine Schleife ist von er sitzt, er kratzt sich den Kopf, dann niest er, dann guckt er mich an, dann sitzt er wieder, er kratzt sich wieder den Kopf und so weiter. Es ist ja letztlich immer eine Dauerschleife. Aber es ist halt wesentlich mehr Arbeit oder wesentlich mehr Aufwand, als halt einfach nur, ja, der NPC sitzt und guckt nach links und nach rechts. So wie jetzt hier gerade, ne, wo auch das völlig okay ist. Wobei auch hier sogar mehr passiert. Also da ist mehr Arbeit drin. In diesem Spiel ist mehr Arbeit drin. Mehr, ja, auch Produktionsniveau, so will ich es mal nennen. Mehr Detailgrad und so. Als ich gedacht hätte, muss ich wirklich sagen. Was nur leider nicht drin ist, ist eine Serverstabilität. Das steht dem Ganzen leider eher so im Wege. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Playtest vielleicht sogar noch mal ein bisschen verlängert wird. Weil unter den Umständen, also wenn ich jetzt privat spielen würde, hätte ich jetzt schon keinen Bock mehr. So bin ich ehrlich. Wenn ich jetzt privat spielen würde, würde ich sagen, ey, ich warte noch mal ein paar Tage, es hat mega Bock gemacht, aber ich kann ja jetzt nicht alle 10 Minuten vom Server fliegen, so. Das kann es ja nicht sein. Na, da würde ich jetzt unter normalen Umständen sagen, dann warte ich mal irgendwie einen Patch ab, so, und dann zocke ich halt wieder. Aber mit dieser Version, mit dieser Stabilität würde ich jetzt nicht privat irgendwie 5 Stunden das Spiel zocken, so. Das wäre mir ein bisschen zu blöd. Also sie müssen dringend die Stabilität in den Griff kriegen, weil der Rest sieht richtig gut. Okay. Ich dachte gerade, er lässt mich auf den Server. Offenbar. Doch, okay, wir sind drauf. Wir sind aber wieder bei Flavius. Wir waren noch über Bert. Naja. Müssen wir da wieder hinlaufen, I guess. Der Rest sieht nämlich richtig gut aus. Nur halt, wie gesagt, die Performance, die muss drin sein. Also die muss laufen halt. Die muss vernünftig sein. Es kann sogar sein, dass Bert mich vom Server geschmissen hat, ja, in der Tat. Rune bis heute bestes Multiplayer-Kampfsystem. I don't know. Maybe. Du wurdest entführt, ist ein Feature, ja. Bert hat dich K.O. geschlagen. Und wieder zu Flavius getragen. Exakt, das war einfach nur meine Bewusstlosigkeit. Genau. So, aber wir probieren es nochmal. Bert, moin. Okay, diesmal klappt's. Hello Traveler, I'm embarrassed to ask you, but maybe you could help me. I need ingredients to craft magic powder. To gather them, I need to leave the village, but I've got plenty of urgent work to do and absolutely no time to spare, please. Gather some stalks of delphinium, herb, and some bundles of arcane brushwood. You can get the brushwood from Stickman, there are plenty in the ruined farm. To the east, to the city. Delphinium grows pretty much everywhere outside the village. It's large plants with blue flowers. As a reward, I'll teach you how to craft your own powders. Das klingt doch ganz gut, das machen wir. Was hat er hier noch? Okay, das können wir einfach nur completen. Da kriegen wir dann Käse für, ne, Brot. Brot kriegen wir dafür. Okay, alles klar, nehmen wir mit. So, das Ding nehmen wir natürlich an. Perfekt, let's go. Und dann, ich würde gerne, ehrlich gesagt, mal ein bisschen wirklich raus, auch aus der Stadt kommen und mir mal ein bisschen hier die Gegend angucken. Deshalb, na, wir wissen ja immer nicht, wie lange bleiben wir auf dem Server. Ich nehme jetzt hier nochmal ein oder zwei Quests an, maybe. Was ist das eigentlich? Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen raus. Okay, da kann ich noch nicht mit interagieren. Vielleicht irgendwie ein Portal oder sowas später, könnte ich mir vorstellen. Ich will jetzt, wie gesagt, mal ein bisschen was sehen. Deshalb gehen wir gleich mal ein bisschen auf Wanderschaft. Gucken wir uns mal an, was die Welt hier so kann. Würde auch gerne mal ein bisschen von dem Kampfsystem sehen und so. So, was hat der für mich? Bla 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 bla. Wir müssen den Pine Planks bringen. Haben wir denn irgendwie eine Axt oder sowas? Just visit our local mine and lumber camp and get there some timber and ore. You'll find them by just following the road to the north. Okay, machen wir das. Und das können wir completen. Perfekt, let's go. Haben wir das auch gemacht. Was haben wir hier sonst noch? Das führt mich, glaube ich, raus. Ich glaube, den haben wir noch. Den Rest haben wir jetzt, glaube ich. Der Rest führt mich jetzt, glaube ich, raus. Glaube ich, nur noch eine Quest in der Stadt. Dann machen wir die mal eben schnell und dann gucken wir uns die Spielwelt an. Ne? Und gucken wir mal, dass wir hier die Mine finden und das Lumber Camp, also das Holzfäller Camp.
Da ist eine Ratte übrigens. Kann ich die killen? Wo ist er? Bitte sag mir, dass ich die killen kann. Das wäre so geil. Ja! Nein! Habe ich daneben geschossen? Ich meine, ich habe zum Glück, glaube ich, keine Pfeile. Ja! Oh mein Gott! Ich kann sie wirklich killen und sie droppt was. No fucking way, das ist ja insane. Let's go! Okay, das Spiel ist viel weiter, als ich gedacht hätte. Oh mein Gott! Ich hab diese... Fuck! Hätte ich das gewusst, hätte ich mehr Slots für das Spiel freigelassen diese Woche. Wir haben sowieso... Ich hätte Bock, so viel zu streamen diese Woche, aber ich habe gar keine Zeit. Ja, normalerweise hätte ich gerne irgendwie einen Sonderstream gemacht mit Dark and Darker und mit Reign of Guilds oder so. Wenn es jetzt weiter so gut bleibt wie jetzt der Anfang. Aber das Problem ist halt leider, dass ich super viel zu tun habe videotechnisch. Und nicht so viel streamen kann, wie ich gerne würde. Wäre ja kein hauptberuflicher Streamer, muss ja Videos machen. Gibt's eine Karte im Game? Ja. Hier ist die Karte. Hier sehen wir auch, ich denke mal, das ist das Miner Camp. Hier haben wir das Lumber Camp. Weiß gar nicht, was das hier ist. Ein Gasthaus oder sowas. Da haben wir ein Dingensbummens, also hier so ein Schloss und hier ist eine Farm. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles ist quasi, was die Welt zu bieten hat. Vielleicht in diesem Early Playtest, ne, das ist ja jetzt also weit entfernt davon, das vollständige Spiel zu sein, logischerweise. Vielleicht können wir nur ein bisschen Tutorial Island spielen. Aber das ist bis jetzt die Welt, die wir hier haben. Rune basierte im Prinzip auf Unreal Tournament. Die haben einfach 3D-Person-Cam-Viking-Shit draus gemacht. Das klingt tatsächlich geil. Wann schaffen MMOs es endlich mal, von diesen bekloppten Fetch-Quests wegzukommen? Warte immer noch auf Innovation. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Innovation in Sachen Quest-Design habe ich echt gesagt ein bisschen aufgegeben. Ich glaube, die einzigen, die da Innovation bringen können, wäre vielleicht irgendwie Riot oder so. Ansonsten muss ich sagen, habe ich da jetzt nicht mehr so die Hoffnung, ehrlich gesagt. Okay, scheiß auf ihn. Wir gehen jetzt mal raus, Leute. Wir gucken uns jetzt mal die Welt an. Wir haben nicht viel, ne? Wir haben nur unseren Bogen. Wo ist eigentlich meine Waffe hin? Meine Zweihandwaffe, meine ich. So. Wir haben unseren Bogen, wir haben ein bisschen Magie, aber nicht viel. Und ne, wir gucken jetzt einfach mal, ja, dass wir ein bisschen was an Ressourcen bekommen, ne? Ein bisschen was an Leder, ein bisschen was an Holz. Vielleicht den ein oder andere Eisenmine oder sowas mitnehmen. Und dann hier ein paar Quests abgeben. Wir können auch ein paar Ratten töten für Fleisch. Was hat er mir eigentlich gerade gegeben? Ah, guck mal, das ist mein Equipment auf O. Hat mir auch noch keiner gezeigt. Sehr interessant. So, und hier haben wir, was hat er mir gegeben? Der hat mir dieses Rattenfleisch gegeben, ne? Suspicious Meat. Geil, okay. A piece of meat of doubtful source, ne? Mit von fragwürdiger Quelle. Fleisch von fragwürdiger Quelle. Who knows what would happen if someone ate it. Okay. Tatsächlich sogar ganz nett gemacht hier die Beschreibungstexte. It's old and damaged, no one will ever pay for it. It's old and rusty, probably picked up from a battlefield, no one will pay for it. It's a part of fence, rotten and crumbling, alles klar. Crossbow seems to have been pillaged from a corpse. Alles klar, also alle Sachen, die wir haben, wirken, als hätte man sie in einer Leiche abgenommen, sagt mir der Beschreibungstext. Wissen wir Bescheid. Guck mal, hier ist der Herbalist, mit dem haben wir auch noch gar nicht geredet. Der braucht keine Quest für mich. Ah, guck mal, der würde mir zum Beispiel Delfinum verkaufen. Das heißt, wir müssen gar nicht raus in die Welt, sondern wir können den Scheiß einfach kaufen, theoretisch. Wäre wahrscheinlich ein massives Verlustgeschäft, deshalb machen wir es nicht. Aber grundsätzlich könnten wir es, so wie das hier klingt, durchaus, auch kaufen. Jetzt ist nur die Frage, wo ist hier der richtige Weg? Ich glaube, hier ist nicht der richtige Weg, oder? Hier geht's hier zu diesem Fischerpier oder was es ist. Ich habe auch leider noch keine Äxte oder so. Wir müssen eigentlich hier hin. Also wir müssen hier hin und hier hin. Zu den Orten. Ich sehe auch... Ah, guck mal, hier bin ich. Okay, nehmen wir mal. Dann ist er hier richtig. Let's go. Halbzeitpause. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Abonnement. Ganz, ganz lieben Dank. Und auch ganz, ganz lieben Dank fürs Gegiftete an Skytex. Herzlichen Glückwunsch, Sky. Und vielen, vielen Dank, Halbzeitpause, für 2 Abonnements. Ganz, ganz lieben Dank für deinen Support. Vielen Dank, weiß ich sehr zu schätzen, die Unterstützung. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen. Spiel wie Life is Feudal mit Terraforming brauche ich wieder als MMO. Hätte ich auch sehr Bock drauf. Der Sack ist größer als die Ratte. Ja, der Sack ist wesentlich größer, aber scheiß drauf. So, das ist ein kleines Detail, das ich jetzt nicht so dramatisch finde. Das hier finde ich viel spannender. Was ist los mit den Bäumen? Wachsen die quasi realistisch? Also werden diese kleinen Bäume jetzt größer?
Und hat die einen Spieler angebaut? Weil es wirkt fast so, oder? Guck mal, das fällt einem doch sofort auf. Du bist hier in diesem Waldstück. Und manche Bäume sind halt noch so ganz kleine Setzlinge. Der hier zum Beispiel. Und andere sind halt schon groß. Jetzt will ich natürlich nicht 3 Stunden hier stehen, um zu gucken, ob die wachsen. Aber wenn das System dahinter ist, holy shit. Super interessant. Snoo, vielen, vielen Dank auch für dein allererstes Prime. Ganz lieben Dank auch dir für die Unterstützung. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. So, kriegen wir den? Was ist das? Oh, das ist ein Gegner. Der sich leider nicht wehrt. Jetzt wehrt er sich, wo er schon tot ist fast. Oh, ich habe daneben geschossen, als ob. Jetzt hat ein anderer den gekillt. Das ist trotzdem mein Beutel. Ja, ist trotzdem mein Beutel. Okay, wir müssen, das klappt auf jeden Fall schon mal ganz gut, außer ich schieße halt daneben. Aber wir müssen auch mal ein bisschen das Melee-Combat üben, weil ich will wissen, ob das gut ist. Oder halt eher nicht so. Er hat auch daneben geschossen. Wir sind beide absolute Versager. Ja, ich habe getroffen. Das ist meins. Geh weg. Mate, wirst du wohl? So, was haben wir Schönes bekommen? Pelz. Let's go. Das kann man vielleicht sogar kürschnern. Wir müssen ein paar mehr Häschen töten, glaube ich. Vielleicht können wir das sogar kürschnern. Gott, das Spiel macht ja richtig Spaß bis jetzt. Was bin ich spielend? Ich dachte, das wäre Trash, den ich euch zeige. Damit es halt nicht heißt, ne, da ist ein MMO und der Endenberger hat es mir nicht gezeigt. Das wollen wir uns ja hier nicht, will ich mir hier nicht an die Krawatte binden lassen. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass mir das Spaß macht und ich das weiterzocken will. Da habe ich legit nicht mit gerechnet. Ich will jetzt, wie gesagt, ich hoffe, wir finden hier nochmal so ein Mannequin. Dieses Slenderman-artige Geschöpf hier. Da hinten ist nochmal einer. Weil ich will ein bisschen das hier üben. Ich will, Stickman. Ich will hier, das üben. So, Stickman. Greif ihn mal an. So, ich blocke. Kostet mich allerdings Ausdauer. Ah, guck mal, jetzt sind 2 sogar da. Let's go. Ich kriege aber tatsächlich gar keinen Schaden. Aber ich glaube, das geht auf... Ich kann halt nicht ewig blocken. Ne? Ihr seht hier, die Ausdauer geht runter. Doch, ich kriege auch Schaden. Nevermind. Okay. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich gehe mal lieber wieder auf die Armbrust. Was ist das denn für ein Move gewesen da von ihm? Okay, er ist down. Also ich muss sagen, leider. Fuck, ich dachte, ich kann es mir erlauben. Ich dachte, ich finish ihn im Melee. Weil ich wollte gerade sagen, leider, das You Died, by the way. Erinnert uns das an etwas, maybe. Ich muss leider sagen, das Range Combat ist 1000-mal besser als das Melee Combat. Das fühlt sich noch nicht so richtig nice an. Leider. Ich meine, vielleicht. Ich meine, er reagiert halt darauf, ne? Also je nachdem, wie ich die Wahl. Ich mache jetzt mal die Maus so, dass er von links nach rechts schlägt. So. Oder von rechts nach links. Und jetzt mache ich die Maus so, dass er von oben nach unten schlägt. Das heißt, es ist halt dieses klassische Mountain Blades bzw. Kingdom Come Deliverance-artiger, also ein bisschen anders, aber so ein bisschen diese... Habe ich eigentlich meine... Ne, ich habe nichts verloren von meinen Sachen. Sehr gut. Das ist so ein bisschen dieses Kampfsystem halt. Oder was heißt so ein bisschen? Das ist dieses Kampfsystem. Aber trotzdem glaube ich, habe ich... Ah, guck mal hier, so kann ich nach vorne. Wenn ich Shift dabei drücke, dann greift er meinen Gegner gerade an. Ich muss aber sagen, ich bin noch nicht so richtig warm geworden mit dem Melee-Combat. Wir probieren das gleich nochmal ein bisschen aus. Aber ich glaube irgendwie... Irgendwie finde ich Range wesentlich geiler an diesem Spiel. Aber wie gesagt, wir müssen da noch mal ein bisschen mit rumexperimentieren, glaube ich. So, hier war Flavius, das heißt, hier sollte der richtige Weg sein. Wir haben leider ein Connection-Problem. Ich weiß nicht, ob ihr es seht unter meiner Mana-Leiste. Da steht fett Connection-Problem. Ja, aber hoffen wir mal, dass es gleich weggeht. Ich kann auch leider nicht mehr attackieren, das ist ein bisschen das Problem. Okay, das ist mal weg. Schade, 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 schade. Also das Spiel hat noch ein bisschen Weg vor sich. Das sieht man, sowohl technisch als auch... sicherlich inhaltlich. Ich glaube nicht, dass es jetzt schon irgendwie ein MMO ist, wo die Leute jetzt lange dabei bleiben würden. Wenn es, ne, also ich denke nicht, dass jetzt der Endgame-Inhalt schon steht quasi. Aber ich sehe auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Meine Güte. GZ für die 1K-Follower für den YouTube-Bahn-Cut-Kanal. Ja, danke, danke. Und das GZ geht ja raus an alle, die mich das supportet haben. Das ging jetzt sehr, sehr schnell in der Tat. Das Tierlist-Video hat da geholfen auf jeden Fall.
Spiel holt mich ein bisschen ab irgendwie. Ja, mich auch. Das ist ja genau der Punkt. Das ist tatsächlich genau der Punkt. Ob ich nur schwimmen kann, habe ich noch nicht probiert tatsächlich. Das weiß ich noch nicht. Das weiß ich leider nicht. Für dich immer her von und zu Ente. Danke, danke. Wald sieht mega aus, finde ich nämlich auch. Und vor allen Dingen wäre es halt super geil, wenn diese Bäume tatsächlich so wachsen würden, wie ich das hoffe. Na, wir haben ja, wie gesagt, wir haben diese kleinen Setzlinge gesehen, wir haben die hohen Tannen gesehen. Und wenn du quasi vielleicht sogar Einfluss darauf hast, wie wo Bäume wachsen, das wäre halt mein Traum, dass du irgendwie so Samen anpflanzen kannst und dann wachsen da die Bäume so. Glaube ich jetzt nicht, wenn dann auf meinem eigenen Garten, so wie bei Arcage oder so. Aber ich finde alleine diese Idee, dass die Bäume nicht alle gleich groß sind, sondern dass du kleiner hast, du hast größere, du hast dünnere, du hast dickere. Das ist für so ein Indie-MMO schon sehr bemerkenswert. Mal abwarten. Der gute alte Steckenmann, ja. Weil sieht cool aus, hat mich erstmal an DayZ oder Medieval Dynasty erinnert. Ja, genau, so ein bisschen so Medieval Dynasty, ja, richtig. Ohrfeige des Todes, in der Tat. Gameplay wirkt extrem träge langsam. Das Gameplay im Range Combat ist perfekt. Also wirklich, die Armbrust spielt sich 10 von 10. Natürlich dauert es ein bisschen, bis du nachgeladen hast, aber das ist halt eine Armbrust so. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal eine Armbrust im Real Life abgefeuert hat. Aber die brauchen sehr, 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 sehr lange zum Nachladen. Das kann ich euch sagen. Von daher, Armbrust-Gameplay ist absolut perfekt. Der Damage ist geil. Trefferfeedback ist gut. Zielen ist richtig geil. Wenn du so einen Hasen triffst, fühlt sich das mega rewarding an. Weil, ne, du triffst nicht automatisch. Ihr habt ja gesehen, wie viel ich gebraucht habe, um so einen Hasen zu treffen oder so eine Ratte. Armbrust-Gameplay macht 10 von 10 Spaß. Melee-Combat weiß ich noch nicht. Bin ich ehrlich, weiß ich noch nicht. Da muss man, glaube ich, noch mal ein bisschen reinkommen. Das fühle ich noch nicht so 100%. Das fühle ich leider tatsächlich noch nicht so 100%. Da hoffe ich, ehrlich gesagt, dass es da irgendwie über Skills, die ich bekomme oder so, das noch ein bisschen besser wird. Weil man muss halt, okay, jetzt sind wir wieder drin. Vielleicht finden wir hier gleich noch mal so einen Stickman oder so, an dem wir üben können. Man muss halt schon sagen, dass, ja, wie gesagt, die Armbrust sich einfach besser anfühlt. So, wir nehmen nochmal hier das Häschen mit. Ach komm, Alter. Ist doch nicht dein Ernst. So. Ja, guck mal. Ich muss halt wirklich punktgenau treffen. Wenn dieser Punkt nicht auf dem Gegner ist, dann trifft er nicht. Gibt halt 0,0 Zielhilfe und das finde ich richtig geil. Das muss für diese Spiele absolut auch drin sein. Es hat ja auch durchaus ein PvP, großen PvP-Anteil und so, ne, und da will ich halt logischerweise nur dann getroffen werden, wenn der Gegner mich halt auch trifft. Oder selber nur treffen, wenn ich halt drauf bin. Ist das ein Spieler? Ja. Und nicht, wenn ich jetzt irgendwie daneben ziehe mit so ein bisschen Zielhilfe. Also von daher, das finde ich schon sehr sinnvoll gemacht. Wir schauen, by the way, mal, ob wir hier noch so ein bisschen hier so eine Pflanze oder sowas finden. Guck mal, hier ist ein rauschender Bach, so wie es aussieht. Sounddesign ist auch ganz nett. Zumindest hier in der Wildnis. Wäre halt noch geil, wenn ich irgendwie fischen könnte oder so. Vielleicht kommt das irgendwie später noch. Das sieht schon ganz nett aus, oder? Es sieht schon ganz nett aus, muss ich sagen. Fischt der? Nee, der fischt nicht. Oder? Nee, dachte gerade kurz. Es sieht schon wirklich ganz nett aus. Okay, da ist der nächste Halodri. Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Ja, wir sind auf dem richtigen Weg zum Bar. Ich muss ja hier hin und ich muss da hin, um eine Axt zu bekommen und eine Pickaxe zu bekommen, damit wir hier selber Holz hacken können und so. Das ist ja eine der Quests, die wir haben. Ich habe aber die ganze Zeit die Hoffnung, dass ich hier nochmal so einen Stickman finde im Wald. Ich habe durchaus die Hoffnung, dass ich hier nochmal so einen Stickman finde. Um nochmal so ein bisschen Combat. Ich meine, der hat mich gerade getötet, true. Aber ich würde halt gerne nochmal so ein bisschen Combat üben. Kann ich das hier mitnehmen? Ja, let's go. Das sind nämlich, glaube ich, ja, Delphinium. Das ist genau das, was ich hier sammeln muss für diese Quest. Sehr schön. Gott, der Wald sieht halt wirklich so insane gut aus. Was hat der Wald für ein Recht, so gut auszusehen? Oh mein Gott. Die ganzen Details auch. Also, ne, man hat hier wirklich, hier liegen Äste rum. Hier liegen Zweige rum. Hier ist Farn, der unterschiedlich groß ist. Steine liegen hier rum. So, es sieht nicht aus, als hätte man einfach dreimal hintereinander dasselbe Asset nebeneinander geklatscht und fertig ist der Wald. Sondern das wirkt richtig, richtig gut. Was geht denn ab? Ich meine, es dürften ein paar mehr Gegner drin sein, ein bisschen mehr Leben. Der Wald ist ein bisschen leblos. Also gerne ein paar mehr NPCs rein, aber das ist ja nicht das Ding. Das kannst du ja easy machen. Macht einfach ein bisschen mehr Leben in den Wald. Ein paar mehr Hasen, ein paar mehr Elche, ein paar mehr Bären, ein paar mehr Stickmans. So, dann,
dann passt es. Aber der Weltwald an sich ist halt insane. Macht nur bitte ein bisschen die Spawnrate hochdrehen. Weil ich bin jetzt zu lange schon im Wald und hier ist gar nichts. Ich meine, der Wald ist wunderschön und hier sind Pflanzen, die ich auch gut gebrauchen kann, aber ne, es hat einfach kein Leben drin. So, das würde ich mir natürlich noch wünschen. Aber was die grafische Darstellung angeht, das ist ja komplett insane. Kein Meter sieht aus wie der nächste. Das muss ich sagen, finde ich tatsächlich beeindruckend. Für so ein Projekt halt. Priggy, vielen, vielen Dank für 28 Monate und vor allen Dingen fürs Tier 3, Mate. Ganz, ganz lieben Dank für die großzügige Unterstützung. Ein fucking Tier 3 Sub, wirklich vielen, vielen Dank. Ich weiß es sehr zu schätzen, dein Support. Ich hoffe, dir geht's gut und schön, dass du da bist. Ganz, 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 ganz lieben Dank für die großzügige Unterstützung, Priggy. Bei jedem Ladescreen habe ich Angst, dass Endenburg gleich disconnected wird. Du meinst bei jedem, den du selber hast, oder was? Was ist das da? Komm, wir gehen mal eben kurz hin und gucken uns das an. Selbst wenn da der Tod lauert. Scheiß drauf. Das will ich mir mal angucken, hier diese Stonehenge-artigen Monolithen oder was das ist. Habe ich da PvP gehört? Ja, hast du. Und ich kannte das Spiel auch nicht. Oh mein Gott, da ist Meister Petz höchstpersönlich. Ich glaube aber nicht, dass ich mich mit dem anlegen will, oder? Das ist Meister... Wird er angeschossen von irgendwo? Nee. Doch, würde er. Da ist irgendwo ein Spieler und schießt den an. Warte mal, kann ich da helfen? Der stirbt jetzt wahrscheinlich. Alter, von wo? Oh, lol, da hinten steht er und läuft weg. Wie geil, wie geil. Wir gehen da hin. Wie viel Leben hast du? Nein, jetzt habe ich die Agro übernommen. Ich habe die Agro übernommen und der verliert gar nichts. Oh mein Gott, der hat uns beide gekillt. Aber ich wollte es ausprobieren. Ich wollte es ausprobieren. Dieser Bär ist nicht bekämpfbar auf dem Level, auf dem wir gerade unterwegs sind. Ich glaube, das kann man an der Stelle mal sagen. Wir sind jetzt natürlich wieder ganz am Anfang. Das ist der Nachteil. Wir sind wieder in der Village. Aber ich wollte es einfach wissen. Es war ein erkenntnistheoretisches Unterfangen. Zu wissen, erstens ist da gerade jemand, der versucht, genauso wie ich, ne, nach dem Motto, ach, was soll der Bärchen schon machen? Guck dir mal die Öhrchen an. Als ob der so eine Killermaschine ist, ja, ne, haben wir ja gesehen, One-Shot. Eigentlich super nice. Ich wollte unbedingt mal wissen, was passiert, jetzt müssen wir den ganzen Scheißweg nochmal latschen. Aber, ne, wie gesagt, wir sind jetzt um der Erkenntnis reicher. Die Welt ist voll von Gefahren, let's go. Diesmal hat er leider nichts gedroppt. Die Welt ist voll mit Gefahren, die tatsächlich, ja, wirklich Gefahren sind, ne? Wo wir dann, ist das hier ein Gefängnis? Sieht auf jeden Fall so aus. Wo wir dann wirklich aufpassen müssen und wo wir halt instant tot sind, wenn wir da, kann ich da rein? Ne, noch nicht. Wenn wir da eben, lol, da bin ich rausgekommen, das ist die Gasthütte, lol, ich bin auch lost grad. Wenn wir da eben falsch abbiegen, ne? So ein bisschen wie bei Piranha Bytes spielen. Ach komm, Alter. Wenn wir da den falschen, oh komm. Wenn wir da den falschen Weg nehmen, stehen wir plötzlich vor der Aschebestie und werden aus dem Leben gebumst. Dabei wollten wir eigentlich nur in die Hafenstadt. Ist leichter, wenn sie stehen bleiben, tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Plot-Twist, gleich taucht der Slenderman auf. Ja, maybe passiert auch das noch. I don't know. So, wir gehen auf jeden Fall wieder schön in den Wald rein. Ich will noch hoffen, dass ich gleich noch zu diesem Punkt komme, wo hier das Holzfäller-Camp ist. Da müssen wir eigentlich hin. Mhm. Ladebildschirm aus der Hölle, Brock, ja. Aber das Ganze ist ja, das ist ja der größte Kritikpunkt. Die Performance ist grausam. Ich werde vom Server geschmissen, also nicht die Spielperformance, die ist super. Selbst als der Bär uns da gerade gechased hat, so es gab keine Ruckler, als der nah an mir dran war. Theoretisch hätte, wenn ich eine Chance gehabt hätte auszuweichen, wäre das auf jeden Fall machbar gewesen. Die Performance ist insane, aber als nur die Spielperformance. Was leider furchtbar ist, kann ich die mit dem Schwert töten? Ja, was leider furchtbar ist, ist die Server-Performance, also im Sinne von Disconnects und Ladezeiten, aber niemals Ruckler, niemals bis jetzt Framerate-Einbrüche, es läuft alles geschmeidig, es läuft alles wirklich, also eigentlich in einem technischen Zustand, der überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weil man bedenkt, dass das ein ganz früher Playtest ist hier, also relativ früher, wie gesagt, die entwickeln an dem Ding tatsächlich schon Jahre, aber ich finde halt trotzdem, dass der technische Zustand sehr hart überrascht. Es läuft halt wirklich, es läuft bei mir, glaube ich, sogar so ein bisschen besser, als ihr es hier seht. Ich glaube, Twitch knapp da noch ein bisschen von der Performance. Bei mir läuft es halt wirklich butterweich. Wenn es bei euch so hier und da mal nicht ganz so mit 60 FPS quasi läuft oder aussieht, dann ist das Twitch geschuldet. Bei mir läuft es wirklich butterweich, kann ich euch sagen. Wirklich, wirklich, wirklich gut. Von daher, das ist tatsächlich eine große Überraschung. Die einzige Problematik ist halt, ne, ist halt die...
sind halt die, was ist das hier? Lol. Einzige Problematik ist halt, ja, Server-Disconnects und Ladezeiten, ganz klar. Gott, hier sind so viele Hasen, ich würde da welche von haben. Die geben Leder. Fuck. Und es ist wirklich schön herausfordernd, mit der Armbrust zu treffen, weil du musst genau drauf sein. Wenn der Punkt nicht genau auf dem Häschen ist, dann war's das. Es ist halt schade, dass sie stehen bleiben und dann so einfache Ziele sind. Aber ansonsten fühlt sich das eigentlich ganz gut an, die Armbrust zu benutzen. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen hier, wir halten uns mal ein bisschen an der Straße. Ich guck mal so ein bisschen hier links und rechts, ob ich nochmal so einen Slenderman sehe oder so einen Stickman. Damit wir da nochmal ein bisschen Combat üben können. Aber ich versuche vor allen Dingen mal hier dieses Gasthaus da zu erreichen, was als nächstes kommen soll. Hier sind wir wieder an der Brücke, die haben wir vorhin schon gesehen. Da hinten war das Bärchen. Den lassen wir an der Stelle vielleicht mal lieber erstmal für die Zeit links liegen. Kommen wir vielleicht später nochmal zurück, wenn wir ein bisschen stärker sind, wenn wir ein bisschen mehr Gear haben. Weil, wie gesagt, der one-shottet uns aus dem Leben. Und der eine Typ war richtig nice. Der hat sich richtig weit weggestellt, hat dann auf das Bärchen geschossen, hat auch mehrere Versuche gebraucht. Ich habe ja immer diese Pfeile gesehen. Ich dachte kurz, es wäre so ein Grafikbug. Aber es waren tatsächlich Pfeile, nur ging halt daneben. Und dann hat er einmal getroffen, dann hat der Bär sich umgedreht, ihn gechased, ihn auch geone-shottet. Ich war so dumm, mit drauf zu gehen, weil ich dachte, ey, na, vielleicht hat er einen guten Bogen und hat den schon richtig schön downgeburstet. Und ich kann mit ein, zwei Stößen kann ich mir den snacken. Ja, am Arsch. Der hat überhaupt gar keinen Schaden genommen und hat mich halt aus dem Leben gebolzt. Aber, Alter, das Sounddesign. Fällt mir ja jetzt erst auf. Jetzt laufe ich über Gras, über so Farn, Moos. So klingt es, wenn ich über Moos laufe. Hör das? Ich mach's mal ein bisschen lauter noch. Das ist ja auch richtig gut. So klingt es, wenn ich über Moos laufe. Oder Gras. So, und das ist Schlamm. Jetzt achtet mal drauf. Ganz nice, muss ich sagen. Und das hier ist jetzt Boden. Auch damit hätte ich nicht gerechnet, dass hier Sounddesign dieser Art am Start ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist, kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass das hier ein kleines Team ist, was das macht. Vielleicht ist das Projekt dahinter. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe mich nicht informiert, welches Studio das hier macht. Aber ich kann mir, also das muss ja ein größeres sein. Das ist ja ein richtiger, also es ist ja nicht mehr, also das ist mindestens, also ich würde sagen, das ist Double A oder so. Das ist ja kein, also natürlich nicht Triple A, aber auch kein Single A. Das hat schon echt eine gute Produktionsqualität bis jetzt. Ich meine, ja, die Sounds können ein bisschen besser noch sein oder noch ein bisschen abwechslungsreich, aber alleine, dass er darauf reagiert, wo ich laufe, soundtechnisch, ist mehr, als ich gedacht hätte. Wenn es jetzt noch knacken würde, wenn ich so hier über diese Stöcke laufen würde, dann wäre es perfekt. Aber das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. Aber das muss ich sagen, sowas wertschätze ich. Sowas wertschätze ich und sowas trägt sehr viel bei zur Atmosphäre von solchen Spielen. So, was will der von mir? Get some Hairpelz habe ich sogar schon. Deer Antlers habe ich noch nicht. Nehmen wir an, können wir dann irgendwann mal fertig machen. Warte mal, habe ich Hairpelz schon? Müsste ich, oder? Ja, habe ich sogar zwei Stück von. Das heißt, wir müssen noch Elche töten für den Mate hier. Und wir können bestimmt hier rein, oder? Ja, guck mal, sogar offen. Hier ist ein Innkeeper, das ist ein wackerer Abenteurer. Hast du mir was zu sagen, Mate? Erfahre ich leider nicht, jetzt vielleicht, okay. Der kann mir Sachen verkaufen, nämlich ja, im Wesentlichen das, was du dir vorstellen würdest bei einem Gasthaus, was verkauft wird. Leckerer gebratener Bär, Smoked Bär, lecker. Wer auch immer den Meister Pets getötet hat, hätte mehr Gold verdient als 42 dafür. Wir können Bier kaufen, wir können köstliche Nesselsuppe kaufen und andere Spezialitäten dieses sehr, sehr geschätzten Gasthauses. Jetzt habe ich nur leider das Problem. Mate, kannst du dich mal bewegen? Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank. So, hier das ist. Kann ich hier raus? Ja. Oh, lol, ich kann hier sogar durch. Hier ist ein Innenmanager. Moin. Moin, Louis. Was geht ab? Warte mal, was? A room in the tavern. Kann ich mir jetzt hier ein Dingens kaufen? Ein Raum? Hat das Housing?
A room in the tavern on the Rivolet Island. What? Okay, offenbar kann ich mir hier für 5000 einen Raum kaufen, so wie es aussieht. Ein eigenes, ein eigener Unterschlupf sozusagen. So ein Housing-System. Klingt auf jeden Fall danach. Das klingt auf jeden Fall danach. Okay, mit dem habe ich geredet. Wir gucken nochmal eben kurz, was hier oben ist. Okay, ist aber nur ein Raum, da kann ich wahrscheinlich nicht rein. Das wäre wahrscheinlich der Raum, den ich mir kaufen könnte. Aber kann ich... Bevor ich bezahlt habe, kann ich da natürlich nicht mit interagieren, wäre jetzt gedacht. Aber krass, krass. Es scheint hier so eine Art Housing-System zu geben. So wie es aussieht. So, wir lassen das Ding mal hinter uns. Das ist auch das, was ich auf... Ja, genau, das ist der... dieses Gasthaus, was ich auf der Karte gesehen habe. Wir wollen jetzt hier zum... Wir wollen nicht hier lang, sondern wir wollen hier lang zum Holzfäller-Camp. Das heißt, wir gehen mal hier so lang. Schönen guten Abend, Steve. Ein wundervoll noch dir. Ist hörbar, ja, perfekt. Hat das Spiel Ingame-Musik, solltest du jetzt hören, ne? Ich kann die Musik auch nochmal ein bisschen höher tun. Kleinen Moment. Ah, machen wir es mal so. Sollte laut genug sein, oder? Ich glaube, jetzt kann man es gut hören. Meine erste Assoziation mit dem Spiel ist Mortal Online 2, geht das auch konzeptionell in die Richtung. Ich glaube, ein bisschen. Aber ich kann dir konzeptionell gar nicht so viel dazu sagen. Ich habe wirklich gestern oder heute Morgen oder so davon gehört, von diesem Spiel. Und wollte es halt direkt mal testen. Also für mich ist es Mortal Online 2 in wesentlich besser. Die Grafik ist besser, die Spielwelt ist besser, das Gameplay ist besser, die Performance ist besser, alles ist besser als in Mortal Online 2 in diesem Spiel. Alleine diese Lichtstimmung hier. Holy shit. Also das ist Mortal Online 2 in jeder Hinsicht in besserer Version sozusagen. So würde ich das Ganze für mich einordnen. Also wenn Mortal Online 2 so gewesen wäre, dann hätte ich es gezockt. Garantiert. Schau mal, das ist deren erstes Game. Oh lol, okay. Dafür ist es insane. Aber ich meine, sie arbeiten auch seit Jahren schon dran. Oh, da ist ein Stickman. Let's go. Ich habe, wie gesagt, ich habe... Ach du Scheiße. Dem mache ich nicht so viel Schaden wie dem letzten. Wie ist nochmal ausweichen? Okay, das ist ein defensiver Move. Okay, wir haben ihn. Let's go. Er hat auch was gedroppt, nämlich, was haben wir bekommen von ihm? Hier wieder so ein Brushwood-Ding, okay. Wir brauchen Leben, das heißt, ich ziehe mir mal das hier auf die 8. Damit sollten wir uns selber heilen können. Problem ist, ich habe vergessen, wie man ausweicht. Ja. Okay, wir sind wieder full life. Ich habe leider vergessen, wie man ausweicht. Das ist nicht so geil. Kann ich mir das, warte mal, Settings... Controls. Combat. Wo war denn ausweichen? Ich hatte doch irgendwie eine Möglichkeit auszuweichen, oder nicht? Inspect Weapon, Switch Weapon, Hotbar. Das ist es alles nicht. Safe Dingens. Third Person. Jump, Sprint, Crouch. Gab's nicht eine Ausweichmove? Ich hatte in Erinnerung, es gäbe einen Ausweichmove. Vielleicht habe ich es geträumt oder so, ich weiß es nicht. Irgendwie dachte ich, ich könnte ausweichen. Es gab doch auch ein Ausweichen. Wie war das denn nochmal? Ah, mit Space. Okay, never mind. Das war's. Space ohne Richtung drücken. Okay, jetzt habe ich es wieder. Perfekt. Alles klar, wir können weitermachen. Let's go. Was findet ihr eigentlich geiler? Third Person oder First Person? Ich muss sagen, ich bin mir echt unsicher. Ich finde beides geil irgendwie. Vor allem, weil beides auch wirklich gut aussieht. Mein Charaktermodell sieht halt auch echt sehr gut aus. Und First Person, so die Welt leidet halt nicht darunter, so dass sie jetzt plötzlich sehr matschig wäre oder sowas. Echt schwierig zu sagen, was ich da jetzt besser finde. Ich glaube fast sogar, ich finde First Person besser, weil es so richtig schön immersiv ist. Also ich finde die Immersion, weil halt die Spielwelt auch so gut aussieht, funktioniert halt ganz gut. Deshalb, ich weiß nicht, vielleicht präferiere ich tatsächlich sogar First Person statt Third. I don't know. Moin moin Kauschek und danke für die netten Worte. Besser als New World, ja genau. Mm. Um die 20 Entwickler, ey, dann ist es insane. Also wie gesagt, ich weiß, sie arbeiten seit vielen Jahren daran, aber ich muss wirklich sagen, was sie bis jetzt auf die Beine gestellt haben, finde ich beeindruckend. Die Spielwelt ist beeindruckend, ja, die Wälder sind ein bisschen zu leer, definitiv. Naja, also das Spiel ist jetzt nicht perfekt und kann morgen releasen, das will ich um Gottes Willen damit nicht sagen. Die Wälder sind viel zu leer. Das ist aber ein Hirsch. Let's go. Das Problem ist halt nur, der wird wahrscheinlich weglaufen, wenn ich den anschieße.
Wir brauchen dringend sein Horn. Für die Quest. Ah, die machen mir, die tun mir immer den Gefallen, dass sie stehen bleiben. Wenn ich sie ein paar Mal getroffen habe. So, dass ich wieder zielen kann. Das ist überaus freundlich. Kann leider auch nicht sehen, wie viel Leben er noch hat. Das ist halt auch nochmal ein Problem. Es wäre schön, wenn ich ein bisschen besser sehen könnte, wie viel Leben der Mate noch hat. Aber ich muss sagen, ne, wie gesagt, es ist weitaus noch nicht alles perfekt oder gut. Aber es ist halt, das Fundament ist halt wirklich gut. Und ich glaube, sie können das halt relativ gut fixen, was noch fehlt. Einfach ein bisschen mehr, bisschen die Wälder ein bisschen beleben, Spawn-Rates erhöhen. Der KI hier, ne, also es darf nicht sein, dass ich den treffe und der bleibt stehen. Sowas darf nicht passieren, aber das, wie gesagt, sowas kann man ja eigentlich relativ gut fixen. Würde ich zumindest mal von ausgehen. So, wir haben Deerpelt und wir haben Venison. Was brauchte ich denn für die Quest nochmal? Kann ich mir irgendwo mein Questlog angucken oder so? Warte mal. Toggle UI, Inventory, Equipment, Map. Quest Journal ist J. So. Drei Stück brauchen wir von dir. Okay, das haben wir aber leider, hat er leider nicht gedroppt. Sein Geweih. Er hat mir nur seinen Pelz und Fleisch gedroppt. Okay. Wie gesagt, so das was mir fehlt oder was ich kritisieren würde, ich glaube, das kann man relativ gut fixen. Du musst halt dafür sorgen, dass der Gegner reagiert, wenn ich ihn treffe. Du musst die Wälder ein bisschen lebendiger machen, auch wenn ich auch so ein bisschen diese Waldeinsamkeit geil finde. Und wie gesagt, die Idee, dass hier nicht alle Pflanzen gleich groß sind und so und der Wald wirklich relativ authentisch wirkt. Also zumindest halt irgendwie besser als immer dasselbe Asset hintereinander. Das gefällt mir super gut. Und wenn sie da weiter gut dran arbeiten, dann sehe ich da echt Potenzial. Bis jetzt. Da sehe ich echt Potenzial. Guten Abend, kannst du das Game kurz beschreiben? Um was geht es? Mittelalter Sandbox? Genau, Mittelalter Sandbox. Das beschreibt's gut. In jeder Hinsicht, jetzt übertreibst du, beide Spiele wirst du wohl kaum mehr als 20 Stunden gespielt haben, aber die genannten sind zwar sehr wichtige, aber oberflächliche, nicht wertende Aspekte. Die sind ja nicht oberflächlich. Also, Weltdesign und Gameplay-Flüssigkeit ist ja nicht oberflächlich. Ich habe übrigens nicht mal, also das Spiel spiele ich jetzt seit 2 Stunden und Mortal Kombat habe ich vielleicht 10 gespielt. Nicht ansatzweise 20, aber ich weiß halt noch, wie die Performance und die Grafik und das Gameplay war. Das ist egal, ob du da 10 Stunden oder 100 Stunden spielst, das ändert sich ja nicht. Und solche Aspekte kannst du natürlich sehr gut vergleichen. Wald sieht sehr geil aus. Ja, der Wald sieht in der Tat sehr, sehr gut aus. Moin, Holy Avenger, ein traumhaften auch dir willkommen. Und ja, der Hirsch hat seinen Rucksack dagelassen, das ist allerdings richtig. Die droppen mir halt hier alle diese Lootbeutel. Ja, kann man kritisieren oder kann man nicht so geil finden. Ist jetzt für mich ehrlich gesagt nicht so der Dealbreaker. Da kann ich tatsächlich schon ganz gut mit leben. Vielleicht finden sie da irgendwann nochmal eine bessere. Also es kann ja auch nur ein Platzhalter sein. Das ist ja, wie gesagt, wir sind hier in einem Early Playtest. Das kann durchaus nur ein Platzhalter sein für später, wenn du dann, was weiß ich, ne, wenn dann der Leichnam leuchtet und dann klickst du da drauf und dann ziehst du es halt direkt aus dem Leichnam raus, so. Könnte mir gut vorstellen, dass es halt wirklich nur ein reiner Platzhalter ist. So, wir sind jetzt angekommen da, wo wir hin wollten, nämlich hier bei dem Holzfäller-Camp. Ich hoffe sehr, dass sie jetzt eine Axt für mich haben. Und dann müssen wir uns da hinten noch ein Mining-Dingens holen. Und dann kann es gut sein, wenn wir hier fertig sind auf der Insel, dass er dann irgendwann mich in die richtige Spielwelt schickt. Weil das hier ja offensichtlich ja nur so eine Art Tutorial Island ist. Gehe ich zumindest mal stark von aus. Frag mich halt, wie lange du dafür spielen musst, um da hinzukommen. Was ist das da hinten? Okay, ich glaube, das sind nur Reflexionen. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Karren oder so, der da steht. Okay, wir sind beim Holzfäller-Camp. Bitte sag mir, dass hier Leute sind. Was haben wir hier? Kann ich mit irgendwas interagieren? Nope. Kann man hier rein? Maybe?
Ja. Was ist das hier? Truhe, kann ich aber leider nicht looten. Schade. Schade. Die hätte ich gerne gelootet. Kann ich das hier looten? Ne, kann ich auch nicht looten. Kann hier gar nichts looten. Das ist ein bisschen schade. Na, da ist der Instinkt sofort, seine diebischen Griffe daran zu hauen. Ich kann auch die Axt hier nicht nehmen. Hier muss ja irgendjemand sein, sonst hätte er mich hier noch nicht hingeschickt. Kann doch nicht sein, dass das Ding jetzt hier leer und verlassen ist. Und ich hier nichts nehmen kann. What the fuck? Warte mal, was sagt denn die Quest? Die Quest sagt, das ist diese hier gewesen. War das die hier? Ich glaube, es war die hier. Delivery was due, bla bla bla. Just visit our local mine and lumber camp and get there some timber and ore. You find them by just following the road, bla bla bla. Then come back to the village. Also normaler, entweder soll ich hier Holz finden oder ich hatte ja so ein bisschen gehofft, dass ich nicht nur Holz finde, sondern sogar direkt das halt irgendwie selber abbauen kann oder so. Oder dass hier mal NPCs stehen, aber ich weiß hier gar nicht, was ich machen muss. Ich kann mit nichts interagieren. Hier, das Holz, was da hinten stand, konnte ich nicht nehmen. Das hier kann ich auch nicht nehmen. Vielleicht kann ich das hier nehmen. Das würde ja auch wenig Sinn machen, ehrlich gesagt. Hier hinten haben wir, glaube ich, nochmal ein bisschen was. Das können wir auch nochmal probieren zu nehmen, aber ich weiß nicht so richtig, ehrlich gesagt, was ich hier machen soll. Hier ist halt niemand, der sich mal um mich kümmern würde. Warte mal, habe ich irgendeinen Button übersehen oder so? Können wir eben kurz gucken. Controls. Okay. Use ist E, das tue ich die ganze Zeit schon. Highlight Items ist F. Ich kann mal Highlight Items machen. Okay, hier ist nix. Ne, hier ist einfach nix bei dem Camp. Hier ist einfach legit für mich gar nix. What the fuck? Das Ding kann ich auch nicht nehmen. Das wäre auch nochmal irgendwie eine schöne Möglichkeit gewesen. Ich drücke auch die ganze Zeit F für Highlight Items, aber da würde halt gar nichts gehighlightet. Nee, ich bin komplett umsonst hier hingelaufen. Schade, das ist tatsächlich sehr, sehr schade. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Bug ist oder so, ob da irgendwas nicht funktioniert, irgendein NPC nicht da ist oder so. Weil in der Quest stand ja, ich sollte hier zum Lumber Camp und mir da ein paar Sachen mitnehmen. Aber hier ist nichts. Das bedeutet, wir gehen einfach mal hier zu dem Mining Camp und gucken, ob wir da mehr Glück haben. Weil ich kann mir eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es nicht irgendeine Form von Bug oder so ist. Es steht ja in der Quest drin, dass ich hier hin soll. Und mir hier was holen soll. Guck nochmal eben kurz, ob nicht hier irgendwo doch nochmal ein NPC steht, den ich übersehen habe oder so. Aber es sieht halt legit nicht danach aus. Der muss ja hier sein. Oder sind die nur nachts hier oder so? Das wäre natürlich der größte Joke, wenn die jetzt, ne, das wäre super realistisch. Wenn die jetzt einfach tagsüber nicht da wären. Weil, ne, ihr seht ja auch da oben tickt eine Uhrzeit. Wir haben jetzt 20.11 Uhr, es wird jetzt also so langsam dunkel. Bin auch mal gespannt, ob es hier wirklich Nacht wird. Weil im Moment ist noch relativ hell. Das wäre natürlich super geil, wenn die jetzt alle gerade unterwegs sind. Und wenn ich hier abends hinkomme, dann sind die da und kümmern sich um mich. Weil, ne, dann ist halt der Arbeitstag vorbei und, die haben halt dann Zeit so. Und jetzt gerade sind sie halt noch auf Arbeit quasi. Das wäre halt ultra realistisch, aber auch wahnsinnig nervig. Ich glaube aber nicht, ehrlich gesagt, dass das hier das Problem ist. Ich glaube, das Problem ist eher irgendeine Form von Bug oder so. Also würde mich zumindest sehr wundern, wenn das tatsächlich der Grund wäre. Ich sehe ja hier auch sonst niemanden arbeiten oder so. Normalerweise müsste man ja dann hier ein paar Leute sehen, die, ne, die ihrer Arbeit nachgehen. Auch das ist ja bis jetzt noch nicht so der Fall gewesen. Von daher gehe ich mal hier von einem Bug aus und gehe einfach mal hier zur Dingens. Das klang gerade wie jemand, der Holz gehackt hat. Ach, so war es, glaube ich, nicht. Wir gehen hier mal zu der Dingens weiter, zu der Mine und gucken, ob wir da ein bisschen mehr Glück haben. Nehmen wir das noch mit. Irgendeinen Flensken. Und dann schauen wir mal. Nicht, dass wir hier einen Bär reinlaufen. Das wäre nicht so gut. Wäre schön, wenn wir hier nochmal einen Hirsch finden oder sowas. Oder einen Hasen.
Aber wie gesagt, auch da, es ist noch ein bisschen zu wenig Leben im Wald. Also das bleibt weiterhin ein Kritikpunkt. Da müssen sie nochmal drüber, über den Punkt. Lootbags und Placeholder, ja. Ja. Ich denke auch. Mama Svensson, ein Traum offen, auch dir willkommen. Musst du maybe die Hände frei haben? Nee. Ich kann ja sonst auch immer alles looten, wenn ich was in der Hand habe. Also das dürfte es eigentlich nicht sein. Und wenn ich F drücke, dann highlightet er mir ja Items. Können wir gleich mal nochmal testen, wenn wir hier nochmal so ein Kraut oder sowas finden. Und er hat ja auch nichts gehighlightet. Also ich glaube legit, da war nichts, womit ich irgendwie interagieren kann. Wir können es gleich gerne nochmal testen, wenn wir hier so eine Pflanze finden. Aber normalerweise, guck mal, jetzt haben wir 20.30 Uhr, jetzt wird es auch ein bisschen dunkler, ne? Tatsächlich. Bin mal gespannt, wie lange die Nacht geht. Ob sie die Nacht gespeedet haben. Oder ob, ist das hier? Ne, ist leider nix. Kann ich wahrscheinlich auch nicht gegenhauen und dann, ne. So Holz abbauen ist leider auch nicht drin, schade. Bin mal gespannt, ob sie die Nacht abgespeedet haben oder ob du wirklich so lange es einfach hier dunkel hast. Das wäre krass. Ah, ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich kann es mir wirklich fast nicht vorstellen. Sind wir überhaupt richtig? Na, so halbwegs, da müssen wir lang. Und wir haben übrigens auch ein Datum, sehe ich gerade. Wir haben den 30.06.1087. Also 11. Jahrhundert ist quasi hier angesagt gerade. 11. Jahrhundert. Wie gesagt, die Welt ist zwar wunderschön, aber sie ist noch ein bisschen zu leer. Das kann man auf jeden Fall... Es ist jetzt schon besser als Fractured und es ist jetzt schon besser als Mortal Kombat 2, was die Fülle der Welt angeht. Zumindest als ich die Spiele das letzte Mal gespielt habe. Aber es ist trotzdem auch immer noch zu leer. Ne? Die wunderschöne Lichtstimmung und die tolle Vegetation lenkt davon ab, aber es ist zu leer. Also ich meine, es ist Tutorial Island. Gehe ich zumindest mal von aus. Das heißt, es wäre jetzt auch nicht so ein Drama, wenn... die restliche Spielwelt dafür jetzt sehr belebt wäre. Aber Tutorial Island, da ist halt noch nicht so wahnsinnig viel los. Das dürfte auch gerne noch mal ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Wildlife und so durchtränkt sein. Spielt sich, naja, was heißt wie ein Singleplayer? Also eigentlich nicht, ne, eigentlich gar nicht. Weil du hast einen relativ großen PvP-Fokus. Mach übrigens, glaube ich, die Musik mal einen kleinen Tacken lassen, die ist, glaube ich, sehr laut. Du hast einen relativ großen PvP-Fokus. Und ich sehe ja von vornherein andere Spieler. Ich habe nur im Moment noch nichts mit denen zu tun, weil ich gerade noch in einem Stadium bin quasi, wo ich die Basics des Spiels lerne. Also wo ich lerne, wie halt hier gewisse Dinge funktionieren, ne, mit Händlern und so weiter und Berufen. Aber es ist halt, das richtige Spiel hat ja quasi noch nicht angefangen. Das ist hier quasi alles noch Tutorial. Und beim richtigen Spiel geht es, glaube ich, darum, das Ding heißt ja Reign of Guilds. Das heißt, es geht, glaube ich, sehr darum, dass du später eben Gilden hast oder ja, Gruppierungen hast. Und die kämpfen halt gegeneinander. Ne? Die können dann irgendwie, keine Ahnung, ihre Reiche ausbauen oder irgendwie sowas, große Schlachten schlagen. Also der Fokus ist auf jeden Fall deutlich Sandbox und PvP. Nur, wie genau das dann abläuft, wie gesagt, das weiß ich nicht. Ich habe ja noch nicht so viel gesehen und erst recht nicht gespielt. Aber das hier ist halt noch Tutorial Island. Das heißt, das, was man eigentlich macht in dem Spiel, das ist natürlich jetzt hier noch nicht wirklich tangiert so. Ne? Das ist ja hier alles noch Hinführung. Und Erklärung und Tutorial und so weiter. Da muss man sich, glaube ich, tatsächlich noch ein bisschen gedulden und das Tutorial halt fertig spielen. Ab und zu mal Wild, Häschen oder Wildschweine wäre schön. Genau, na, das ist ja wie gesagt, das ist der Kritikpunkt, den ich meine mit die Welt ist zu leer, die braucht mehr, ein bisschen mehr Leben. Der Wald ist wunderschön, aber es passiert halt so wenig, ganz klar. Oder ein paar mehr Stickmans, ne, damit man ein bisschen das Combat üben kann und so, kann ja auch nicht schaden. Auch sowas wäre tatsächlich, ich meine klar, die töten dich auch mal ganz gerne. Wäre man tatsächlich durchaus gestruggelt mit dem einen oder anderen da. Aber es wäre halt schön, ne, um so ein bisschen was zu tun zu haben, während man hier durch endlose Leere latscht und halt leider nicht so viel am Start ist. Bisher. So, ziemlich genau geradeaus müsste hier diese Eisenmine sein. Mal gucken, ob wir da mehr Glück haben. Ob wir da ein bisschen was finden jetzt. Mal schauen. Mein Bruder zockt zufällig auch Dark and Darker. Ist ein sehr beliebtes Spiel, ja. Ich freue mich da auch drauf gleich. Gott, wir sind ja auch fast schon da, Alter. Wir haben ja fast schon 20 Uhr. What the fuck?
Ich glaube, wir machen heute ein ganz klein bisschen länger hier, weil ich will zumindest hier noch den Punkt hier mitgenommen haben. Aber es ist ein sehr beliebtes Spiel, ja. Dark and Darker ist unglaublich gut angekommen bei seinen Spielern. Aber ich bin sehr gespannt, wie sich das Spiel jetzt verbessert hat in der Zwischenzeit. Die hatten jetzt ja, die waren ja jetzt ungefähr, ich glaube, ein bisschen mehr als einen Monat, anderthalb Monate oder sowas waren die jetzt ja offline, um quasi an dem Spiel zu arbeiten. Und ich bin sehr gespannt, was sie jetzt haben, wo sie eben wieder für zumindest eine Woche, glaube ich, spielbar werden. Es ist leider nur eine Woche, es ist leider nicht lange. Vielleicht findest du ja den Slenderman, ja, maybe. Um was geht's in Dark and Darker? Dark and Darker ist die Mittelalter-Version von Escape from Tarkov oder von The Hunt. Oder nee, Hunter ist es, glaube ich, nur, ne? Also quasi diese Extraction-Shooter, also ne, insbesondere halt in Form von Escape from Tarkov oder von Hunt, sind die ja sehr, sehr beliebt und sehr groß geworden. Und sowas ist Dark and Darker auch nur halt als Mittelalter. Da, guck mal, das kann ich jetzt nehmen. Das hat mir halt gefehlt bei dem Dingens. Bei dem Lumber-Mill-Ding. Guck mal, hier, das ist genau das, was er von mir will. Kann F drücken, dann werden die gehighlightet. Und normalerweise kann ich sie dann nehmen. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt... Bin ich überladen oder so? Warte mal. Na, eigentlich nicht. Warum kann ich dich dann nicht nehmen, Mate? Na, irgendwie geht's nicht. Habe ich denn schon genug für die Quest? Wie viel brauchen wir für die Quest? Bring Eroy Medium Iron Ingots. Könnte sogar sein, dass ich schon genug habe dafür. Ich habe halt nur leider kein Dingens. Kein Holz. Und ich kann nicht mehr davon. Warum kann ich nicht mehr davon nehmen? Ich sollte eigentlich nicht überladen sein. Ich bin bei Total Weight. Ah! Oder nee, warte mal. Jetzt weiß ich warum. Ich habe einfach keine Slots mehr. Das dürfte das Problem sein. Ich habe einfach keine Slots. Wo ist denn überhaupt hier das eine Ding, was ich aufgesammelt habe? Ist gar nicht da, ne? Sehe es zumindest nicht. Was können wir denn mal... Wir tun mal hier das Bier oder so hier hin, maybe. Geht das? Naja, es geht leider nicht. Komm, dann trinken wir. Scheiß drauf. So. Jetzt müssen wir Platz haben. Jetzt muss ich wieder eins nehmen können, I guess. Ja. Ah, die stacken sich nicht. Lol, die stacken sich nicht. Okay, wir müssen leider Sachen wegschmeißen. So leid mir das auch tut. Aber wir müssen Sachen wegschmeißen. Was brauchen wir hier denn nicht? Suspicious Meat zum Beispiel. Scheiß drauf. Ich will zumindest hier ein bisschen was davon mitnehmen. Was brauchen wir sonst nicht? Brushwood brauchen wir, glaube ich, für eine Quest. Bread? Ich glaube, Bread müssen wir essen gleich. Suspicious Meat kann man nochmal wegschmeißen. So, den Deerpelt würde ich natürlich behalten. Ah, lol, never mind. Wir haben ja noch das Ding, richtig. Können wir das nicht da rein tun? Dann einfach, warte mal. Kann ich von da Sachen rüberziehen? Ja, kann ich. Geil, geil. Okay, dann ist alles easy. Dann hätten wir den Kram auch nicht wegschmeißen müssen eigentlich. Wenn es denn mal funktioniert. Da funktioniert es leider nicht. Warum funktioniert es da nicht? Oder ist es wieder ein Server-Connection-Problem? Warum funktioniert das da nicht? Wir haben keine Server-Connection-Problematik. Aus irgendeinem Grund... Ah, lol, ich bin auch dumm. Wait is voll. Alles klar. Völlig logisch, Wait is voll. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Okay, es ist völlig in Ordnung, dass ich nicht mehr nehmen kann. Das heißt, warte mal, wie viel haben wir da jetzt drin? Wir haben jetzt zwei Stück da drin. Ich will gleich nochmal gucken, ob ich nicht ein bisschen Holz sammle. Das heißt, wir nehmen nochmal einen mit, maybe. Für den Fall, dass ich kein Holz kriege, nehmen wir hier wenigstens nochmal einen mit. Oder scheiß auf, wir nehmen ganz viele mit. Ah, ich bin aber jetzt schon überladen. Und ich merke das auch. Ich kann nicht mehr so gut steuern. Ich bin jetzt überladen und immer wenn ich jetzt laufe, läuft er so nach. Das ist eigentlich ganz geil gemacht. Ich kann jetzt auch nicht mehr vernünftig springen und so.
Okay, wir sind voll. Das heißt, wir müssen irgendwas müssen wir zurücklegen oder so. Komm, dann lass mal einen hier noch. So. Ja, jetzt. Jetzt passt wieder. Okay. Also hier hat alles geklappt. Ich kann die Sachen leider selber nicht. Also ich weiß nicht, ob es später ein Berufssystem gibt oder so. Es gibt auf jeden Fall hier jetzt noch keins. Ich kann, ne, hier seht ihr, wie gesagt, nochmal gehighlightet, wenn ich was mitnehmen kann. Ich kann leider derzeit zumindest noch keine Sachen abbauen. Aber ich kann die Sachen hier halt sammeln. Und das fehlt halt beim Lumber-Ding. Ich weiß nicht, ob das gerade vor mir vielleicht jemand gelootet hatte, alles oder so. Wir gehen da jetzt nochmal hin und gucken. Weil normalerweise müsste ich da eigentlich fündig werden. Let's go. Aber sie haben das cool gelöst mit dem Überladensein. Wie gesagt, ihr habt es jetzt leider nicht so richtig, es hat sich, glaube ich, nicht so richtig übertragen. Aber wenn ich überladen bin so, und ich laufe vorwärts, dann bleibt er jetzt nicht stehen, sondern der läuft dann unkontrolliert quasi 3-4 Meter weiter. Und das halt in jede Richtung. Das ist eigentlich ziemlich geil gemacht. Das hab ich noch nie in einem Spiel gesehen, dass sie überladen quasi so umsetzen. Normalerweise ist es so, wenn du überladen bist, dann bist du langsam oder du kannst gar nicht mehr laufen. Aber hier ist es halt so, dass du halt keine Kontrolle mehr hast über den Charakter, was ich ganz interessant finde. Du kannst dich überladen, nur du kannst halt erst ein bisschen natürlich auch hier langsamer und zweitens, wie gesagt, hast du keine wirkliche Kontrolle über den Charakter. Das ist eine relativ interessante Lösung. Gewicht, ja, genau. Paar mehr Mobs und I'm in, take my money. Ja, wie gesagt, ich finde ja super, super viel Potenzial ist am Start. Sie müssen halt noch ein bisschen mehr draus machen, aber der erste Playtest hier hat halt einen sehr, 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 sehr guten Eindruck auf mich gemacht, muss ich wirklich sagen. Es wäre halt schade, wenn jetzt hier die Quest daran scheitert, dass ich hier jetzt kein Holz kriege. Weiß auch gar nicht, wann ich hier zu dem Schloss muss. Das klingt auf jeden Fall auch sehr spannend. Wir haben übrigens 23 Uhr jetzt gleich. Na, ihr seht da 22:52. Und es ist immer noch relativ hell. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Helligkeit hier so funktioniert, dass du es nie so richtig dunkel hast, sondern dann einfach halt, ne, jetzt so gerade so ein bisschen es dämmerig ist, der Wald wird halt dunkler. Aber es ist ja jetzt nicht stockfinstere Nacht so. Es sei denn, es wird noch stockfinstere Nacht. Aber wir haben halt schon 23 Uhr, also ich glaube eigentlich nicht. Wahrscheinlich haben sie sich für diesen Look hier entschieden, das ist wahrscheinlich schon so das Dunkelste. Ganz klein bisschen dunkler wird es vielleicht nochmal, aber das war's dann wahrscheinlich. Eigentlich ein bisschen schade. Ich mag es eigentlich, wenn es Nacht ist und sehr atmosphärisch und so. Macht halt auch eine Welt authentischer, aber I don't know. Vielleicht ist es vielleicht auch noch was, wo sie nochmal ein bisschen dran arbeiten können. In Zukunft. So, wir gucken jetzt nochmal am Bauernhof, ob da was, am Bauernhof, auf der Holzfällerstelle, ob da vielleicht was gerespawnt ist. An Holz. Es ist so schade, dass der Wald hier so leer ist. Der wäre so geil, wenn hier ein bisschen mehr Leben wäre. Paar mehr, weil was macht den Wald in New World so geil? Du hast Wildleben, ne? Also du hast was weiß ich, Bären und Hirsche und Krokodile. Und du hast Ressourcen und andere Spieler. Diese drei Elemente. Die machen, was ist das denn hier? Die machen die Welt von New World so nice. Oh mein Gott, was ist das denn da? Lebt das? Ist es ein Wildschwein? Ein Ripper. Ich glaube, ich bin Rip, wenn ich den angreife, ehrlich gesagt. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich bin Rip, wenn ich den angreife. Wir gucken aber hier mal natürlich, was hier am Start ist. Okay, leider gar nichts. Das ist einfach nur ein bisschen Ruine. Ich glaube, da komme ich auch nicht rein. Ne. Ne, sieht leider nicht danach aus, dass ich da reinkäme. Aber Ripper, den lassen wir, glaube ich, mal an der Stelle in Ruhe, weil, ich wage zu bezweifeln, dass es gut enden würde, wenn ich den angreifen würde. Aber wenigstens sowas mehr. Mehr von solchen Situationen. Mehr davon, dass ich durch die Welt gehe. Guck mal, das kann ich mitnehmen. Und durch die Welt gehe und halt Dinge entdecke. Weil, wie gesagt, die Welt ist so nice, aber die darf halt nicht leer sein. So, jetzt ist übrigens nochmal ein bisschen dunkler geworden. Nevermind, ich habe mich vertan. Wir haben das Maximum tatsächlich noch nicht erreicht. Ihr seht jetzt hier mittlerweile, der Himmel ist deutlich dunkler. Wir haben 23.30 Uhr gleich, also ne, fast Mitternacht. Und es ist natürlich immer noch hell genug, um alles zu sehen, aber man sieht halt zumindest ein bisschen am Himmel, wie sich die Uhrzeit quasi verändert hat.
Erinnert mich ein wenig an Life is Feudal. Ich habe Life is Feudal leider nie gespielt und ich habe das immer sehr bedauert, weil ich weiß zum Beispiel, Ares war ein relativ großer Fan davon. Der fand das, glaube ich, immer super schade, dass das Spiel halt eingestellt wurde. Das wird ja angeblich jetzt irgendwann gereworked oder gereleased quasi. Aber ich weiß, er war da immer ein großer Fan von und meinte immer, ey, wenn das nochmal irgendwie spielbar ist, müssen wir das mal spielen. Und das würde ich auch gerne. Also ich würde gerne mal Life is Feudal testen, wenn sie es nochmal re-releasen in besserer Form. Ich habe es aber leider nie gespielt, von daher fehlt mir da so ein bisschen die Vergleichsebene. Das Überladen-Feeling ist also ein bisschen wie in Death Stranding. Ich habe auch Death Stranding nie gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ist das für ein Game? Das ist kein Single-MMO, ne. Das ist jetzt einfach nur Single, weil ich gerade auf Tutorial Island bin. Also hier sind andere Spieler in der Stadt, habe ich gerade auch etliche gesehen. Aber das ist kein, also normalerweise ist es ein sehr soziales MMO. Es geht hier um Gildenkriege und um sowas. Es ist ein Sandbox-PvP-MMO. Ich glaube, so kann man das am besten mit einem Kingdom Come Deliverance-artigen Combat und einem, mit einer inhaltlich entsprechenden Ausrichtung. Kein Singleplayer-MMO. Leben reinbringen ist schnell gemacht. Eigentlich ja. Deshalb, wie gesagt, habe ich ja Hoffnung, dass die Dinge, die ich jetzt kritisiere an dem Spiel, dass sie die eigentlich ganz gut in den Griff kriegen können. Guck mal hier, lol. Das Ding kann ich nehmen, als ob. So, jetzt bin ich natürlich wieder überladen. Alter, ist Holz schwer. Holy shit. Das eine Ding konnte ich nehmen. Hier ist gar nichts, was ich nehmen kann. Kann jetzt übrigens auch nicht mehr sprinten, wenn ich überladen bin. Das eine einzige Ding hier konnte ich nehmen. Ja. Es ist nur das eine Ding. Der Rest ist tatsächlich egal. Es geht nur um diesen einen fucking Stamm, den ich da holen soll. Okay, ist nicht so schlimm. Wir haben den jetzt geholt. Das heißt, wir gehen zurück in die Stadt. Und verarbeiten das mal weiter. Ich mache jetzt mal ein bisschen länger, als ich eigentlich gedacht hätte. Weil ich den Teil zumindest noch, die Quest nochmal eben abgeben will. Wie gesagt, ich will nochmal sehen, wie das ist, wenn du das weiterverarbeitest und so. Mach mal Dark ein bisschen später als gedacht. So, wir machen jetzt den direkten Weg in die City zurück. PvP im Wald fühlt sich sehr geil an New World, in my opinion. Ja, definitiv. Wenn denn PvP mal stattfindet im Wald, das ist ja jetzt mittlerweile auch nicht mehr so, wird ja nicht mehr so viel gespielt, ne? Mittlerweile ist das hier Holz, das ich mitnehmen könnte, by the way? Die Dinger, die da liegen. Ja, tatsächlich. Das ist theoretisch Holz, das ich mitnehmen kann. Nur das Problem ist, wenn ich es mitnehme, wie viel bin ich jetzt überlagern? Ich bin jetzt bei 107 Kilo von 75, aber ich kann halt immer noch laufen. Das Ding ist halt nur, na, ich habe jetzt, warte mal, kann ich das mal zeigen? So, ich höre jetzt auf zu laufen. Und wie weit er noch weiterläuft. Und ich kann halt nicht mehr sprinten. So, das ist halt die Mechanik, die man hier eingebaut hat für Übergewicht quasi. Sehr interessant. Wäre halt super geil, wenn jetzt sogar noch das Sounddesign anders wäre, weil ich überladen bin. Aber das lohnt sich wahrscheinlich nicht, dafür extra jedes Mal nochmal eine neue Soundebene hinzuzufügen. Bin auch wieder da, Abo muss ich nachreichen, weil PayPal zickt. Alles gut. Moin, Lizak, schön, dass du da bist. Eher wie Gloria Victis, das wird morgen released übrigens. Ich weiß, das werden wir ja am... Oh, lol. Ich glaube aber, das ist hier Tutorial Island, ist, glaube ich, noch... Dingens. Kein PvP. Kann ich nicht schießen, wenn ich überladen bin? Doch. Ich glaube aber, ich kann ihm keinen Schaden machen. Ich glaube, Tutorial Island ist PvP-freie Zone. Ja. Ja. Er hat es gerade angezeigt, ich hätte ihn getroffen, dass ich an diesem roten Blinken, dass ich ihn getroffen hätte. Aber das Ganze ist ja nur Tutorial Island. Das heißt, hier hier habe ich diesen Buff hier. Den sehe ich auch hier. Diesen Buff. Seht ihr den? Ja, den seht ihr. You cannot die. Hier bin ich. You cannot die. Lol. Natürlich kann ich sterben. Haben sie ein bisschen blöd übersetzt oder ein bisschen blöd geschrieben. Denn natürlich kann ich sterben, nur halt nicht an Spielern. Ich kann halt nur an NPCs sterben. Aber PvP ist halt hier einfach deaktiviert, weil es halt Tutorial Island ist. Ich denke mal, du machst halt hier ein paar Quests, also das ist wahrscheinlich... Oh, lol. Okay. Ist das einfach gerade random stehen geblieben? Auch das ist, fuck. Was bist du? Ja. Ein Stickman.
Auch das ist offenbar Teil von dieser Balance. Von dieser Übergewichtsbalance. Wenn ich übergewichtig bin und zu viel Kram mit mir rumschleppe, dann bleibt der manchmal auch einfach random stehen. Sehr interessant. So, was hast du gedroppt für mich? Kann ich die nehmen? Die stacken sich, ne? Ja, okay. Okay, noch ein bisschen mehr Gewicht. Let's go. Gucken, wie hoch wir noch kommen, bevor wir das Dorf erreichen. Gloria Victis, genau, da hatten wir es gerade drüber. Gloria Victis werde ich am Mittwoch spielen. Nach Final Fantasy. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich hoffe, das wird gut. Ich habe ehrlich gesagt, hatte ich bei Gloria Victis mehr Hoffnung als bei dem hier. Und mittlerweile glaube ich eigentlich nicht mehr, dass mir Gloria Victis noch besser gefällt, als zumindest die Grundlagen von diesem Spiel. Also wenn Gloria Victis so wird wie das hier, nur noch ein bisschen fertiger, so dann alter Schwede. Das wäre sehr geil. Aber ich bin halt wirklich sehr, sehr positiv überrascht von dem Spiel hier. Muss ich wirklich sagen. Sehr schade, dass man das nur noch ein paar Tage spielen kann. Hm. Dann ist der Playtest erstmal vorbei. Dann geht es natürlich dann irgendwann in den nächsten Playtest, ne, wie bei Dark and Darker. Aber dann ist es halt erstmal wieder, erstmal wieder offline. Da wird die Flasche Bier wieder hochgehoben. Ja, schön wär's. Schön wär's. Bug ist und bleibt kein Feature. Das ist natürlich richtig. Warte, was ist das? Okay, ich dachte, das wäre eine Pflanze, die ich mitnehmen kann. Schade, schade. Also, wie gesagt, ne, man muss dem Ganzen so ein bisschen Zeit noch geben. Ich finde, die Grundlage ist eine sehr, sehr gute. Und die, wie Joseba vorhin geschrieben hat, die Probleme oder die Defizite, die sie haben, die können, glaube ich, ganz gut in den Griff oder sind ganz gut in den Griff zu kriegen, glaube ich. Der Welt ein bisschen mehr Leben geben und so. Das sollte einfach. Der erhöhte die Spawn-Rates. Und dann ist es das eigentlich. Mach vielleicht nochmal ein weiteres Tier oder so, das du implementierst. Sollte jetzt eigentlich kein Hexenwerk sein. Ich glaube, das kann man ganz gut schaffen. Der Rest ist halt wirklich, 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 wirklich überraschend gut. In diesem Spiel. Wirklich überraschend gut. Lizard, vielen, 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 vielen Dank für ein fucking Tier 2 Abonnement. Du hast nicht gelogen. PayPal hat nicht mehr gezickt. PayPal hat jetzt gegönnt. Vielen, vielen Dank, Mate, für 13 Monate. Ein Jahr und einen Monat. Ganz, ganz lieben Dank. Und auch noch Stufe 2, weiß ich sehr zu schätzen, Lizard. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Danke für deine Unterstützung. Spiele, bei denen alle 5 Minuten oder 2 Minuten ein Was ist das? Ne, warte mal. Spiele, bei denen alle 5 oder 2 Minuten ein Was ist das kommt und dann sind an sich immer ganz interessant. Wait, what? Wie ist denn das gemeint? Ach so, du meinst, wenn du selber als Spieler dich fragst, was ist das? So meinst du? Ja. Also ich glaube, ich habe jetzt verstanden, wie du das meinst. Und wenn du es so meinst, wie ich glaube, dann gebe ich dir recht. Also wenn das Spiel dich immer wieder mit überraschenden Erkenntnissen konfrontiert, dann ist es auf jeden Fall ein Pluspunkt, ja. Definitiv. Also nichts ist ja schlimmer als ein Spiel, das dich langweilt. Oder das nur das macht, was du halt so erwartest, ne? Das, glaube ich, das braucht man nicht. Aber ein Spiel, was halt regelmäßig dazu führt, dass er... Okay, das könnte ein Problem werden. Was regelmäßig dazu führt, dass du eben dich freust oder wunderst oder so, das ist natürlich schon ein grundsätzlich gutes Zeichen. Den können wir leider nicht looten. Was ist mit dem Reh? Oder Hirsch oder was ist das? Der braucht halt so viele... Okay, never mind. Vielleicht braucht er doch nicht so viele Pfeile, bis er stirbt. Oder ist er jetzt tot? Warte mal. Ist er da jetzt kollabiert? Ja, ist er. Hat er mir auch was gedroppt? Nee, hat er leider nicht. Hat er da... Oh, moin. Okay, das ist ein defensiver... Das finde ich übrigens auch interessant, dass die Mobs sogar schon... Alter, der half-shottet mich aber halt. Ich kann halt Melee-Combat kann ich vergessen. Ich muss auf meine Armbrust vertrauen. Ich finde es sehr interessant, dass sie sogar defensive Manöver halt haben. Und so Mechaniken, also selbst diese 0850, also auch wenn es nur so ein Block-Move ist. Aber es zeigt halt zumindest, dass solche Dinge sogar im Mindset von den Entwicklern sind. Also davon wird es ja dann hoffentlich nochmal ein bisschen mehr geben oder so. So, wir geben uns mal wieder ein bisschen Leben. Ich will auch mal wieder, ehrlich gesagt, das Eisding probieren. Ich habe nicht mehr viele davon. Ich will das mal in Action probieren. What? What? Das macht ja gar keinen Schaden.
Das ist ja ein Witz. Warum macht es denn so wenig Schaden? Haben die Resistenzen oder was ist da los? Oh mein Gott. Okay, ich brauche die Armbrust. Das Einzige, was gut ist, ist die Armbrust. Alles andere ist komplette Scheiße. Ich meine, das sind alles beschissene Waffen und so, die ich habe. Da steht ja immer, das ist rostig und niemand will das haben. Keiner gibt dir da Geld für und sowas. Was macht er denn jetzt? Okay, Connection-Problem. Schade. Ich werde jetzt gleich vom Server fliegen. Da steht ja immer so, das ist absoluter Schund, der aussieht, als hätte eine Leiche das abgenommen. Niemand, das ist nichts wert, so nach dem Motto. Also denke ich mal, sind das immer richtig beschissene Waffen, die, dann dementsprechend auch nicht viel Schaden machen. Aber ich muss echt sagen, ich habe echt meine Probleme hier mit den absoluten Standardgegnern bis jetzt. Geschweige denn, wenn da irgendwann mal der Bär kommt oder so. Ich würde eigentlich gerne hier noch die Quest eben abgeben. Ich hoffe, dass der Server lässt mich noch. Ich habe da irgendwie DayZ-Vibes. Kann ich sogar nachvollziehen. Ich habe ja damals auch ich habe DayZ gespielt, da kannte das noch keiner. Nicht, weil ich das coolerweise entdeckt hätte, sondern weil ich einen Kumpel habe, der solche Sachen immer sehr früh entdeckt. Der kannte auch schon Game of Thrones irgendwie ein halbes Jahr, bevor die ersten Leute das in Deutschland kannten und so. Vielleicht, weil er Ami ist und da irgendwie bessere Quellen hat oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, mit dem habe ich damals DayZ gespielt. Da hatte das wirklich noch gar keiner auf dem Schirm. Da waren die gerade irgendwie in der Alpha und die Server waren gerade gehostet und so. Und das Spielgefühl damals war komplett insane. Als man realisiert hat, was das eigentlich für ein Spiel ist und was man da machen kann und so. Und ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass sich das daran erinnert. Ja. Es hat ein bisschen Vibes in die Richtung, hat es, finde ich auch. Aber es ist natürlich, am Ende des Tages ist natürlich ein ganz anderes Spiel, das ist ja klar. So, wo ist meine Armbrust? Da ist meine Armbrust. Die ist nämlich nicht mehr in der Leiste. Das ist gar nicht gut. Denn die Armbrust ist meine Lebensversicherung. Warum wackelt alles? Warum wackelt alles, wenn ich laufe? Seht ihr das? So, ich scheiße jetzt auf den Stickman. Ich laufe jetzt einfach weg. Kann ich? Oder tötet der mich? So, da geht in seinen Defensiven. Okay, jetzt wackelt es nicht mehr, glaube ich. Oder? Doch, es wackelt immer noch. Es ist vielleicht noch der... Oh mein Gott. Okay, dann war mal, ich lauf. Vielleicht ist es noch der Server, der ein bisschen, ne, der noch nicht ganz klarkommt. Maybe, maybe. Wir laufen jetzt mal weg. Ich will einfach nur die Quest hier abgeben. Ich will jetzt hier das Eisen verarbeiten, das Holz verarbeiten und so und dann mal gucken, was ich da bekomme für die Quest. Ist jetzt auch die Frage, ob die Stickmans Aggro verlieren. Ja, tun sie. Der eine läuft schon weg. Okay. So, ein bisschen einfach vor denen wegzulaufen, ehrlich gesagt, weil die genauso schnell sind wie ich, ne, und dann, dadurch, dass sie ihr Block-Move machen, haben sie dann halt immer wieder diesen abbremsenden Moment und dann, ja, ist halt easy vor denen wegzulaufen. Ist ein bisschen schade eigentlich. So, ein bisschen nervig, dass jetzt die ganze Zeit das Bild wackelt. Na, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber zwischendurch immer dieser Screenshake, warum auch immer. So, wir wollen jetzt drei Sachen wollen wir machen. Wir müssen zur Sägemühle und wir müssen zu diesem Schmelzding. So, wo ist denn hier? Da ist das Schmelzding. Da gehen wir mal als erstes hin. Da sind wir nämlich gerade dran vorbeigelaufen. So, Orlap. Ein NPC mit dem wunderschönen Namen Orlap. Orlap, du hast ein bisschen was zu tun für mich. Ich brauche nämlich das. Ah, lol. Ich kann viele verschiedene Dinge mir von dem machen lassen. Okay, die drei Steine sind drin. Dann habe ich hier noch zwei weitere. So, mach mir mal bitte, was brauchen wir denn für die Quest? Das muss man eben kurz vorher nachgucken. Wir brauchen Medium Iron. Medium. Kriege ich das alles? Ich glaube, ich kriege das alles, ne? Habe ich jetzt Medium bekommen? Small Silver. Wait, ich habe kein Medium bekommen, ne? Ich habe diverse... What the fuck? Small Silver Ingot. Small Vanadium. Warum habe ich... Doch. Hier ist Large... Okay, Gott sei Dank. Das ist nur das, was hier im Dingens noch drin ist. Ich habe jetzt... Alter Schwede, was habe ich hier alles bekommen? Holy shit. Okay, krass. So, wir haben... Wie viel haben wir davon bekommen von den Medium? 3 Stück, das sollte reichen, ne? Der Dude heilt mich, glaube ich, die ganze Zeit. So, sieht zumindest so aus.
Wir haben jetzt 3 von den Dingern bekommen. Das sollte eigentlich für die Quest reichen, I guess. Wie viel brauchen wir für die Quest? Einen sogar nur. Easy. So, jetzt brauchen wir noch die Planke. Das heißt, wir müssen zum Sägewerk, das da hinten. Warum sind wir eigentlich noch überladen? Wir sind noch knapp überladen. Okay, wenn wir beim Sägewerk waren, hoffentlich nicht mehr. Aber spätestens, wenn wir die Quest abgegeben haben, nicht mehr. Dann sollten wir eigentlich wieder good to go sein. So, hier ist es hier. Nee, hier ist das Sägewerk. War ich eigentlich schon beim Sägewerk? Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon beim Sägewerk war. Ich glaube nicht. Nee, das ist der gute Detlef. Moin, Detlef. Carpenter. So, ich habe hier was für dich. Nämlich sage und schreibe 2 von diesen wunderschönen Baumstämmen. Da kriege ich ein bisschen Pine Clank für. Mach mal. Pine Clank. Pine Plank, so. So, wir sind noch nicht mehr überladen. Wunderschön. Das heißt, wir können den Bums jetzt abgeben, I guess. Bei Erol. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo Erol ist oder wer Erol ist. Ich habe absolut keine Ahnung. Wir müssen jetzt erstmal, wir können aber wieder sprinten, Gott sei Dank. Wir müssen erstmal Erol finden. Wer war denn nochmal Erol? So, hier sind ein paar Innkeeper, Storekeeper, bla bla bla, ein paar Spieler. Na, hier die mit den blauen Namen sind alle Spieler, logischerweise. Die mit den weißen Namen sind alles NPCs, wie dieser Warlock hier, der diverse Zauber für mich hat, die auch ganz interessant aussehen. Da müssen wir auch mal eigentlich shoppen gehen. Aber ich will erstmal eben kurz Erol sehen und schauen, was wir da jetzt als Belohnung bekommen für unsere durchaus umfangreichen Mühen, die wir hier hatten mit der Quest. Okay, was ist ein grüner Name? Ist das ein Mod? Oder ist es ein Gruppenleiter? Grünen Namen habe ich noch gar nicht gesehen. Maybe ein Mod oder so. War Erol? Ne, Erol war nicht der Typ, der hier saß. Das war Flavius, ne? Ja. Das ist nicht Erol. Dann ist Erol wahrscheinlich irgendwo hier. Kann ich das nicht auf der Karte sehen? Dubious Taskmaster. Wer war denn nochmal Erol? Wie hieß denn die Quest? Late Delivery hieß die Quest. Late Delivery. Okay, die ist da. Mach ich da mal eine Markierung hin. Okay. Neulich erst mein Ohrlapp piercen lassen. Stark. Wenn du hoffst, Gloria Victis könne sich hiermit messen, mach dich auf eine Enttäuschung gefasst. Ich mag Gloria Victis durchaus, aber das Game ist so unfertig. Ist es so? Ist es so? Das wäre tatsächlich eine Enttäuschung, ja. Weil ich dachte, dass Gloria Victis das fertigere von beiden Spielen ist. Das wäre schon sehr, sehr krass, wenn das hier die... Wir kriegen 520 Silber. Das ist eigentlich ganz okay, tatsächlich. Hä? Aber wir haben doch... Wir haben doch alles, oder? Pine Plank. Warum kann ich die nicht completen? Wir haben 9-mal Pine Plank. Muss ich jetzt hier rein... Ah, ich muss das reinziehen, lol. Okay, never mind. Und Medium, das war hier. So. Ja, guck mal. Wunderschön. Okay, wir haben Geld bekommen. Wir haben jetzt mittlerweile 1,6k. Und wir haben hier diesen Barren bekommen. Da ist jetzt nur die Frage, was machen wir damit eigentlich? Weil wir haben ja noch nicht so richtig Handwerk gelernt oder so. Eigentlich noch nicht. Leider können wir das aber heute nicht mehr herausfinden. Denn wir sind eigentlich schon eine Viertelstunde drüber mit der Zeit. Ich hätte aber echt Lust, mich hier eigentlich noch ein bisschen mehr umzugucken. Ich will natürlich, jetzt werde ich jetzt natürlich Dark and Darker spielen. Ah, guck mal, wir haben auch Buffs bekommen, sehe ich gerade. Weak Shirt. Plus 30. Und Weak Bolster Health. Plus 85 Leben. Okay. Sehr interessant, sehr interessant. Ich würde ja sagen, wir streamen das nochmal. Aber ich weiß, also wir werden es auch nochmal streamen. Ich weiß nur leider nicht wann. Denn das große Problem ist, dieses Spiel ist jetzt gerade in einem Playtest. Und dieser Playtest ist, glaube ich, in 4 Tagen vorbei. Na, und dann ist es, wie gesagt, wie bei Dark and Darker. Du kannst halt dann irgendwann wieder weiterspielen. Nur halt, es weiß ja keiner wann. Ich finde, um ein kleines Fazit zu ziehen, das ist ein super spannendes Projekt. Wenn sie das gut weiterentwickeln, dann sehe ich hier wirklich sehr, sehr viel Potenzial dafür, dass das wird quasi, was Mortal Online 2 versucht hat zu werden. Denn wie gesagt, mir gefallen viele, viele Dinge hier, gefallen mir sehr, sehr gut. Sie müssen halt an diversen Sachen noch schrauben, aber ne, wie gesagt, das Gameplay ist gut, die Performance ist gut, die Welt ist wunderschön, sie muss halt nur ein bisschen lebendiger werden. Ist es hier ein Scheißhaus?
Ja, könnte sowas sein. Es müssen ein paar Dinge müssen besser werden, ganz klar. Aber der erste Eindruck ist wesentlich besser, als ich gedacht hätte. Und das ist sehr, sehr erstaunlich. Können wir mal eben kurz gucken, ob wir hier einen Pelz machen können, maybe. Wir hatten hier doch das hier zum Beispiel. Naja, das will er nicht haben. Den Pelz vom Hasen will er nicht haben. Vielleicht will er den Pelz haben vom Hirsch. Ja, tatsächlich. Da kriegen wir jetzt Leder für und wir kriegen Thin Wool Fiber. Ist auch nicht schlecht. Das heißt, Hirsche sind krass, also beziehungsweise Leder von Hirschen ist krass. Leder von Hasen hingegen ist absolut useless. Would be pointless to make leather out of it. Ja, das haben wir gerade gemerkt. Da können wir leider nicht viel mit anfangen. Schade eigentlich. Kann wahrscheinlich irgendwie verkaufen oder so. Also irgendeinen Zweck wird es dafür ergeben. Aber wie gesagt, ne, also ich werde das Game auf jeden Fall weiter im Auge behalten. Der erste Eindruck ist wesentlich besser, als ich gedacht hätte. Ich hätte echt gedacht, so, das wird das nächste Adventurers Online. Ja, oder Adventurer Domain Online besser gesagt. Aber es ist wirklich ein Spiel, das ich wahrscheinlich sogar noch in meinen wenigen privaten Minuten, die ich in den nächsten Tagen habe, weil ich halt sehr viel Video machen muss, ein bisschen weiter spielen werde. Oder ich spiele Darker Darker, mal gucken. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Wirklich ein sehr interessantes MMO-Projekt.